Einen wundervollen guten Abend. Uns erwartet eine wunderbare Sims-Session mit dem wundervollen Hauke. Und Mara ist auch dabei. Da sind wir wieder. Lang, lang ist her, dass wir Sims gespielt haben. Ja. Und zwar letztes Mal war die Tiny House Challenge, ne? Das war das letzte. Das war das letzte, wo wir Florentin gespielt haben. Und ich habe den letztens mal wieder ausgepackt, weil ich musste ja den Spielstand vorbereiten jetzt für diese heutige Challenge. Mein Florentin hat richtig zugenommen. War Chiara beim Friseur. What? Sie haben es erkannt? Hä? Aber das ist. Der hat doch nichts gemacht. Der hat wirklich nichts gemacht. Krass. Haben wir Beef? Mara Beef immer. Ja, die Scheibe ist schon länger hier zwischen uns. Die wird schon seit 2 Jahren zwischen uns aufgestellt. Nicht wegen Corona hier, die Scheibe. Okay, Leute, es gibt, wie wir es, ich meine, das ist eigentlich Rocket Beans typisch, es läuft nicht immer alles glatt. Wir haben trotzdem eine wunderbare Sendung parat. Ich habe natürlich den Spielstand vorbereitet, es wurde alles wunderbar runtergeladen. Nur die ein oder andere Mod, der ein oder andere DLC wurde nicht heruntergeladen. Es waren wirklich Haukes Tattoos perfekt nachgemalt, so als hättet ihr eine richtige Hauke vor euch. Ja. Und jetzt ist hier und da vielleicht ein bisschen. Ist, ja, stellt euch das einfach vor, dass es, ich meine, irgendwie erkennt man ihn ja auch. Auf jeden Fall, es fehlen ein paar Packs, aber es ist nicht so schlimm, weil wir wollen ja Nachhaltigkeit spielen. Also Ecolife heißt es einfach nur im Englischen, nachhaltig leben im Deutschen. Was Künstleres hätten sie sich echt nicht überlegen können. und da haben wir eine kleine Challenge parat, die geht so ein bisschen in Richtung Florentin-Challenge, wo wir mit einem Grundstück starten, wo nichts drin ist. Und wir dürfen nur Möbel erwerben, indem wir im Müll herumwühlen, denn mittlerweile kann man im Müll Möbel finden und die dann reparieren. Die Weile in echt aus, meinst du, wie ich meine ganze Wohnung eingerichtet habe? Ich habe deine Wohnung noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass da ein Hirschkopf an der Wand ist. Okay. man darf selber Möbel bauen. Man darf von seinen eigenen Erzeugnissen leben. Und die dürfte man zum Beispiel auch verkaufen und dann auf dem Flohmarkt Dinge kaufen. Das bedeutet, eigentlich dürfen wir nur nichts im Baumodus kaufen. Das Einzige, was wir im Baumodus machen dürfen, sind Wände bauen und Wände anstreichen, Mara und Böden auswählen. Ich dachte, das Mara hat Puppen zu Hause. Und ich das ist kein echter Hirschkopf, muss ich jetzt mal hier anmerken. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir starten direkt durch, weil bei Florentin haben wir, glaube ich, 3 Sessions benötigt und ich hoffe, dass es jetzt mit Hauke schneller geht und am Freitag spielen wir schon wieder eine andere Geschichte. Ja, wir probieren alle DLCs schön. Ja, also. Können wir schon mal zeigen, da ist er. Mal, es wären hier noch Tattoos gewesen, wie gesagt. Willkommen zu Pen & Paper. Ich spiele heute Tears. Noch wollte ich leben. Mir wurde gesagt, dass sein Piercing ist auch nicht mehr aktuell. Stimmt, das wusste ich nicht. Ich habe halt sein Gesicht gegoogelt. Ich habe Hauke Gesicht habe ich eingegeben und dann kam das dabei raus. Seine Eigenschaften sind: Er stellt gerne Dinge her. Das bedeutet, er kann auch Bier brauen. Das habe ich noch so eingestellt. Kerzen herstellen und was weiß ich. Und das kann er verkaufen. Dann liebt er es zu recyceln und Freegan? Das ist ein echtes Wort auch oder ist es jetzt keine Ahnung, aber er freut sich auf jeden Fall, wenn er kein Geld ausgibt. Und er liebt es woanders zu schlafen. Ich auch Freegan. Wir sind alle Freegan. Freegan. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, weil wir müssen das ganz schnell hinbekommen. Wir brauchen nämlich die wichtigsten Sachen. Das ist ein Bett, eine Toilette, ein Waschbecken, ein Herd, ein Kühlschrank. Ja, wir sind ja schon mal ziemlich weit mit unserem Schlaf- und Toilettenbusch gekommen. Genau, und wir haben aktuell gerade nichts. Wir haben auch gar kein Geld. Wir gehen jetzt mal in so einem Gemeinschaftsgrundstück. Hauke kennt schon ein paar Leute, kennt Hauke, deswegen. Ich musste ja nämlich schon kurz reinspielen, um an ein bestimmtes Item zu kommen. Und das ist ein und das alles gibt's im Müll? Das alles gibt's im Müll, ja. Es gibt scheinbar im Müll Sims 1 Items. Fuck, was ist das für eine Nachbarschaft hier? Nach einem. Leute haben schon im Müll gewühlt, ist leer. Aber wir haben so einen Smog-Sauger. Das durfte er haben. Wer hat jetzt den Smog in den. Okay, die Nachbarschaft von Nachhaltig Leben ist ein komplettes Müllloch. Moment, ich habe Smog in den Container reingemacht und jetzt kann ich nach Essen wühlen. Ja, nach Einrichtung wühlen. Ja, nach Einrichtung wühlen. So, jetzt bitte eine komplette Dusche rausziehen. Ah,
Da will noch jemand nach uns. Die unterhalten sich mit uns, während wir. Wir haben einen Stuhl. Wir können uns schon mal hinsetzen. Something. Das ist geil. Nein, 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 stopp, nicht. Nicht die Hände waschen. Nein, nicht nach Essen wühlen. Du hast keinen Hunger. Er wühlt jetzt nach Essen, hört nicht auf. Okay. Bitte noch ein Waschbecken auswühlen. Wir haben. Oh, wir haben Geld. Wir haben drei. Oh, okay, ist alles leer jetzt. Da sind ja aber auch öffentliche Sachen. Dann brauchen wir ja genau, also es sieht hier übrigens alles ziemlich abgefuckt aus, weil man diese Nachbarschaft erst auf Vordermann bringen kann. Dafür gibt es Einflusspunkte, je nachdem wie du lebst, sammelst du Einflusspunkte. Und jetzt können wir sagen, jo, ich will, dass diese Gegend Marktgelände wird. So, dafür nutzt du jetzt deinen Einflusspunkt. Ich habe super viele, ich nutze jetzt alle. Wir machen jetzt ein Marktgelände draus. War das gerade eiskalte Wahlmanipulation? Ja, klar. Nachhaltig leben, jetzt! Ich habe gesagt nachhaltig, nicht, nicht honest. Sims für Reise, was? Wo reisen wir jetzt hin? Nee, wir brauchen noch eine neue Tonne. Wir können den... Überall, wo man hinreist, ist es auch so dreckig? Shit. Aber, ja, aber irgendwann ist es dann alles schön oder was? Oder das ist dann das Ziel von dem DLC oder wie? Ja, genau. Du kannst dann für Sachen abstimmen und dann wird das, dieses Grundstücksgebiet wird halt dann irgendwie schön gemacht. Okay. Ich mach das jetzt nochmal, dass ich Smog da reinsauge. Vielleicht kann ich dann wieder wühlen. Oh geil, das geht echt. Hä? Ich bin auch nicht komplett drin in diesem Add-on. Für mich gibt es da auch sehr viele Überraschungen. Wir haben ein Motorrad. Wie bitte? Nee, ist ein Fahrrad. Wir haben ein fucking Fahrrad, Leute. Okay, wenn du da jetzt ein Motorrad rausgezogen wäre, wäre ich gerade straight rausgegangen und hätte bei Rocket Beans in der Mülltonne gewühlt. Guck, was ich da gefunden hätte. Es kann bei Rocket Beans wirklich. Jetzt haben wir Ledersessel noch gefunden. Das Geile ist, Dinge, die wir ja nicht brauchen, können wir ja verkaufen. Ein Gamingstuhl ist da drin. Wie bitte? Was ist das denn? Okay, lass mal kurz nach Hause gehen und den. Da. Was? Das haben wir gefunden. Fahrrad? Das haben wir gefunden. Oh, das geht auch übrigens, dass man sich einfach nur eine Papiertüte in meinem Kopf stülpt. Ist es das Corona-Addon oder wie? Oder wann ist das erschienen? Was ist erschienen? Corona-Addon? Ja, genau. Ich habe Kohle-Addon verstanden. Ja, irritiert. Das ist ja eben nicht. Okay. Die Sache ist, bisher haben wir... Ikea hasst diesen Trick. Das Doofe ist halt einfach nur... Oh, wir Müllcontainer ist besser eingerichtet als meine Wohnung. So, ich packe jetzt mal die Sachen aus, die wir bisher gefunden haben. Oh, das zählt eigentlich nicht. Das sind ist die dreckig? Das ist oder sind die einfach dunkel? Nee, die sind kaputt natürlich. Die kommen aus dem Containerware. Ja, also... Wie kann ich das jetzt reparieren? Ach, brauche ich dafür Einfluss? Den habe ich natürlich jetzt komplett. Es gibt. Hast du alles ausgegeben für so ein kleines Gartengrundstück? Ja, shit. Macht nichts. Hauke stinkt. Verdammt. Wir müssten duschen. Gibt es keine öffentlichen Duschen irgendwo? Schöne. Doch. Ah, da ist Wasser. Wir können mal hier hingehen, weil. Kenne ich nur den einen Typen oder was? Das ist. Also dieses Grundstück, das habe ich draufgesetzt. Da gibt's die haben kein Anmeldung Geld, haben. Aber ein Riesengrundstück in der Vorstadt. Ja. Das habe ich draufgesetzt, weil wir das benötigen werden, um Produkte herzustellen. Okay. Und das würde man kriegen, wenn man diese anderen Grundstücke auflevelt. Mhm. Aber das hätte jetzt zu lange gedauert für diese Session. Deswegen. Ist das, das wusste ich nicht, aber da ist auch eine Dusche drin. Das ist praktisch. Was ist das jetzt hier für ein Gebäude? Fuck, die Dusche ist nicht da, weil wir nicht alle DLCs haben. Ja! Was wäre das denn für ein Gebäude gewesen? Das wäre auch so ein Gemeinschaftsgrundstück gewesen, was du erst hättest aufleveln müssen. Ah, okay. Ja. Aber mal schauen. Wir können ja vielleicht verwerfen. Wir können vielleicht irgendwas schnitzen noch. Nachhaltige Fitnessstudio. Ansonsten besuchen wir einfach wieder die Bohnen und versuchen dort zu duschen, damit Budi uns wieder rausschmeißt. Möbel herstellen. Barhocker, Beistelltisch. Müssen wir ganz schnell Freunde finden, damit wir da duschen können. Moment, hier gibt's auch einen Mülleimer, oder? Ach, Mist. Das ist aber gefährlich, da einfach so einen Fleischwolf hinzustellen. Guck mal, da ist ein Kind. Willst du jetzt wieder Kinder kidnappen, oder was? Mara, das wissen wir schon noch aus der ersten Folge. Erstmal nach Essen wühlen. Kann man nicht die Sachen klauen, wird hier gefragt. Jetzt haben wir nämlich... Achso, wir haben ein Törtchen. Was Sachen klauen?
Nee, wir sind noch nachhaltig. Wir sind noch. Wir stinken. Wir rauchen richtig hart. So finden wir keine Freunde, wenn wir so stinken. Ist schon selber okay, ich spüle noch mal kurz nach Einrichtung, bis es nicht mehr geht, und dann besuchen wir die Bohnen und gehen duschen bei denen. Hä, wir haben irgendwas. Was ist denn das? Ein Knochen? Ach, da steht unsere. Wir haben 13 Banane und 11 Knochen. Was auch immer das bedeutet. Okay. Wir gehen kurz zu den Böhnchen. Die sind übrigens schon richtig alt geworden. Oh Gott. Es ist alles nicht da. Stauke hinkt. Sehr schön, Grumpy. Weiter so. Oh Gott, die sind alle nackt, weil wir nicht alle Add-ons haben. Rein in unsere Rocket Beans. Dafür, dass sie überhaupt die, zeigen. Die testen die neue Show, die wir abgesprochen haben. Man darf Nippel gar nicht mehr zeigen im Internet. Im November starten wir in die Naked Beans Haus an Haus. Erkennt man die noch? Das ist Simon. Ida? Nee, Nils. Ja, Nils hat keine Haare mehr. Aber ich meine, die sind auch alt. Die sind Freegan, glaube ich. Schau mal, Ida ist noch einfach Ida. So, ist einfach. Okay, wir wetten jetzt. Ich sage, Budi schmeißt uns direkt wieder raus. Wer wird sich direkt. Budi. Ah, Budi! Ey, er hat nicht geduscht. Ja, dusch einfach weiter, geht das? Oder ja, wir müssen das jetzt ziehen, das jetzt durch. Hey, wir sind hier überhaupt nicht sauber geworden, wir sind dreckiger geworden. Wir gruschen jetzt einfach weiter. Ah, das geht nicht. Jetzt sitzt er auch noch im Klo und blockiert das alles. Egal, wir gehen trotzdem rein. Wir das strenge ist weniger peinlich als Budi. Mein Gott, Budi! Nee, er will es wirklich überhaupt nicht sehen. Aber es geht leicht nach oben. Die Sache ist, normalerweise hätte ich ja gesagt, wir gehen einfach an die. Ja, jetzt wollen sie zufällig alle auf Toilette gehen. Das ist so der Klassiker. Wenn einmal ein Fremder duschen will. Können wir nicht die Tür absperren? Ach, oh, wir sind gar nicht sauber. Ist ja noch nicht sauber, ne? Wir trotzdem direkt wieder Müll wühlen. Hä? Achso. Ah, das Erste, was wir brauchen, ist unbedingt eine Dusche, weil Schlafen ist nicht das Problem. Oh, wie viele Leute jetzt nackt herumlaufen, wenn nicht alle die Gesichts runtergeladen haben. Hokenoi Pompira. Quaxi versucht. Ist das ihre Stimme? Oh, Bambufa Narb Zersa. Erkennt ihr? Was? Ist ja 1:1. Okay, wir gehen. Moin. Eigentlich brauchen wir gar nicht nach Hause gehen. Mist, wo können wir denn duschen, Mare? Mir fällt nichts ein. Letztes Mal war doch im Fitnessstudio. Schlau, Mara, schlau. Dann gehen wir jetzt ins Fitnessstudio. Haben wir mittlerweile Einfluss zum Reparieren? Nein. Kein Geld für eine Dusche, aber 5 verschiedene Helme zum Fahrradfahren. Wir werden hier heute viel herumreißen. Hier gibt es kein Fitnessstudio, dann gehen wir mal in die Gegend. Da gibt es ein Fitnessstudio. Dann können wir da vielleicht auch irgendwo auf einer Bank übernachten oder so. Ist ein bisschen müde. Essen, glaube ich, ist kein Problem. Wir haben verdorbenes Essen. Ja, wir haben ja auch Müll. Du kannst ja im Müll auch nach Essen suchen, offenbar. Ja, genau. Ist alles cool. Ha, da ist er. Okay, Hauke ist noch beschämt. So, jetzt geht's ihm wieder gut. Jetzt gehen wir noch hier aufs Klo. Sicherheit geht vor, lieber stinken als tot. Es ist halt schon verdorben. Das ist das Motto von Milfrosti. Das Hausmotto. Wir essen das Haus ist Milfrosti. Oh, es ist halt schon grün und eklig. Oh Gott, Florentin hat keine Haare mehr. Er besucht gerade Florentin. Oh Gott, das ist irgend so ein Paralleluniversum, wo alles ganz anders ist. Was ist das für eine Musik? Oh, nee. Das ist Florentin, Leute. Das habt ihr doch sofort erkannt, oder was? Ohne die Frisur schwierig, aber irgendwie erkennt man es doch schon, oder? Nein. Warum hat er so einen dicken Bauch? Naja, der hat doch einfach nur immer Essen geklaut bei Kindern. Ist das nicht mehr? Ja,
Jetzt verdrängt. Ich habe Hauke auch deswegen ein bisschen schmaler gemacht, damit die sieht aus wie ich. Yoko Ono. Okay, komm, ich spam jetzt mal Nickerchen machen. Hast du gerade nur ein Handtuch an? Ja. Ja, wir ziehen ihn schon noch um. Aber er fühlt sich halt energiegeladen. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er im Fitnessstudio ist. So, es ist 3 Uhr morgens. Was soll man denn um 3 Uhr morgens machen? Schlaf, schlaf. Schon die neue Fitness. Aber das wird ja auch nicht irgendwie mehr, habe ich das Gefühl. Na gut, 4 Uhr morgens, das ist doch schon mal was. Gibt's hier einen Müllcontainer vielleicht? Bei letzter Zeit mag ich diese gelbe Farbe. Diese Senffarbe. Senf? Okay. Wo ist denn? Oh Gott. Wir haben ja alles hier nicht. Wo haben wir denn noch mal gewohnt? Oh nein. Haben wir hier gewohnt? Ja. Oder haben wir hier gewohnt? Ja, doch. Oder? Wo haben denn Ilias und Viet gewohnt? Ich weiß leider nicht mehr. Müll. Ich will im Müll wühlen. In der Nachbarschaft, wo die meisten Leute verschwunden sind, waren wir auf jeden Fall. Mit unserer menschlichen Tapete. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt. So, Mann, hätte ich meinen ganzen Einfluss. Im Müll wühlen ist sehr nachhaltig, Antonio. Ja. Warum soll das denn nicht sein? Verstehe nicht. Was ist denn? Wieso sind denn alle nackt hier in dieser Welt? Auch haarlos. Ja, da musst du halt nie zum Friseur und es ist auch sehr nachhaltig ohne Haare. Dann, aber auch noch sehr schicke. Wie halt überall ein Fleischwolf steht. Was ist denn hier? Was ist denn hier für eine Gegend? Hä? So im überall Sinne Müll und Klatschen, wir haben Leute. Überhaupt keine. Wir sind doch. Wir haben doch nur ein Grundstück. Wieso haben wir denn jetzt Geld ausgegeben? Wo haben wir denn 678 Geld her? Keine Hose, keine Probleme. Okay, so. Hä? Wer hat den Klamottenpatch weginstalliert? Ja, vor allem die Haare sind ja jetzt auch nicht unbedingt der Haarpatch. Der Haar-DLC. Okay, Recyclingmaterial haben wir gefunden. Ja, ich glaube auch Chiara hat einfach den Nacktmod installiert. Es wurden nur die privaten Mods von Chiara installiert eben. Ja, privaten Mods. Geil. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Kirsche, Leute. Was wir jetzt machen können... Nesis sagt, ich bin der Nacktmod. Bitte keine Details, Nesis. Hä? Ist wirklich jetzt... Ist es wirklich alle nackt jetzt? Ja. Keine Klamotten sind halt noch nachhaltiger als Klamotten. Im Grunde sind das unsere Vorbilder. Und wir können eine Flasche Bier brauen. Ja gut. Jetzt, wenn wir sonst schon nichts haben, dann können wir wenigstens uns betrinken. Start brewing. So, nee, wir müssen uns konzentrieren. Mortimer ist das. Oh, Mortimer. Ach ja, da flattert mein Herz. Gute alte Zeit des Umbrings. Ja. Ui, was zur... Aber wie manche auch einfach ganz normal angezogen sind und aussehen. Boah, aber der macht viel Sport, muss ich... Boah, der auch. Und Haare haben die auch alle nicht. Vielleicht laufen wir ja. Was habt ihr denn für Essen? Was? Das sieht ja richtig schick aus. Was ist das? Ist das ein Lebkuchenhaus? Ein Lebkuchen? Das ist doch Kaviar, oder? Ach so, ja, das kann auch sein. Ist ja fast dasselbe. Das ist wie ein Alien-Planet. Vielleicht laufen wir auch gleich auch noch da rum. Ohne Haare. So, das Ding ist fast fertig. Aber die Möbel können wir jetzt nicht sauber machen, weil das so viel kostet, ne? Wir haben noch nicht genug Einfluss. Ich kann gleich nochmal nachgucken. Ich glaube, wir brauchen 87, wir haben 26. Instagram-Food, davon kann man sich Fotos ins Haus hängen, sagt Namame im Chat, unsere Sims-Expertin. Ah ja.
die uns. Also jetzt haben wir erstmal hammermäßige Tipps jetzt gleich geben wird, die wir ich haben jetzt erstmal Kirsch Craft Bier vorlesen werde. Kann ich denn den Stand bedienen? Nee, oder was? Bedienst du gerade, Hauke? Ist das jetzt unser Stand oder was? Oder gibt's das umsonst? Langsam glaube ich, dass Sim Hauke in eine Sektengegend gezogen ist. Ja, sinnfrei. Oh, wir verkaufen einfach Kram aus einem fremden Stand. Das ist nachhaltig. Das ist irgendein FKK-Area halt. Kauft jetzt den fremden Kram, den ich nicht produziert habe. Aber wir kriegen trotzdem das Geld? Oh Gott. Oh je, ich glaube, ihr gehörte das. Meinst du? Meinst du? Oder was, weißt du, was sind das denn für Sternchen? Ein Haken. Was meinst du? War gerade kurz ein Haken über unseren Kopf. Was sind das für Sterne? Ach, diese Pluszeichen, sie lernt gerade irgendwas. Ah, okay. Okay. Können wir das denn nicht verkaufen? Wir probieren es erstmal. Was ist denn, wie sind die Qualität normal? So, wir probieren Craft Beer. Da kann man nur drinnen trinken. Mann, der trinkt aber auch super langsam. Ja, wenn du weniger reden würdest, dann könntest du schneller trinken. Das ist. Das lernt man doch. Hier. Und jetzt ist er. Sagt ja auf jeder Party. Feeling Crafty. Er ist ein bisschen beschwipst, der liebe Hauke. Ihm geht's aber nicht so. Was fehlt ihm? Bitte? Die Blase drückt. Die Blase und er ist wieder müde. Bier hilft halt auch nicht, ne? War eigentlich eine doofe Idee, dass er jetzt Bier trinkt. Oh Gott, selbst die Kinder sind nackt. Ach, die Toilette ist nicht rausgepatcht. Nee, das ist eine Nachhaltigkeitstoilette. Na gut. Okay, aber haben wir nicht noch Essen irgendwann mal gefunden? Ich dachte, wir hätten eine Torte gefunden. Lass mal weiter. Berlin tagt und nackt. Die Produkt verwerfen. Lass mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas bauen können hier. Ja. Wo ist er denn? Da. So, und jetzt anfertigen. Okay, was? Preis? Das kostet mehr Bananenschalen. Aber hier sehen wir schon mal. Man bezahlt mit Bananenschalen, was? Naja, das ist doch eine Bananenschale, oder nicht? Ich weiß nicht, was das da drüben ist. Das sieht aus wie so ein halber Knochen. Wir könnten ein Bett anfertigen, wenn wir die Ressourcen hätten. Okay, was brauchen wir dafür? Drei Bananenschalen und einen Apfel. Knilch. Sollten wir einfach weiter rumwühlen. Wir wühlen jetzt einfach sehr viel rum. Hallo, Fremder. Bob Pancakes. Was haben wir denn da? Blumen? Ich glaube, wenn wir da noch weiter wühlen, dann finden wir auch irgendwann ein Bett und auch eine Dusche. Und eine Dusche? Nee, eine Couch. Ja, eine Couch ist doch zum Schlafen auch gut. Das stimmt. Recyclingmaterial? Ja, okay. Und da haben wir jetzt wieder so einen Knochen bekommen. Das ist doch eine Schraube, sagen sie im Chat. Ein Schraubenschlüssel. Echt? Du hast eine Banane? Was war das denn gerade? Da ist einer aus diesem Gerät rausgeflogen. Vielleicht wurde er eingesaugt oder so. Oh, da ist ja auch noch mehr Craft Beer. Strange. Es müffelt auch schon. Was trinken wir gleich? Sims ist echt umfangreich geworden. Yep. Nein, unser Bier. Schraube genau. Und Bananenschale. Na siehst du, es war doch eine. Eine Schraube? Schraube und Bananenschale brauchen wir. Okay. Wow. Ich will einfach nur ein Bett haben, Mann. Dann ist er mal wieder Flohmarkt. Aber auf diesen dreckigen Möbeln kann er dann, damit kann er nichts machen oder wie? Oder stinkt man dann oder was? Er kann sie gar nicht nutzen. Okay, wir könnten sie reparieren lassen, wir haben mehr Geld. Okay. Das wäre okay. Haushaltskasse. Aber wir wollen ja nur Möbel finden durch Wühlen oder Flohmarkt. Aber ich glaube, wir haben gar keinen Flohmarkt, weil wir gerade die Stadt nicht haben. Aha, eine Liege. Aha. Wir haben Hunger, wir müssen nach Essen eigentlich wühlen. Lass mal Smog einsaugen. Aus der ganzen Gegend?
Ja, weil dadurch, weiß nicht, irgendwie füllt sich dann der Müllcontainer da auf. Ich verstehe es auch nicht genau, aber siehst du jetzt, können wir nach Essen wühlen. Ja, jetzt mal schön ihren Kaviar rauswühlen. Was haben wir? Batubo. Ach so, schau mal, das ist ein Star Wars Ding. Aha, das war schon ein kleiner Spoiler hier für Freitag. Ja. Gib uns Essen. Oh, war da was? Taco-Auflauf, geil. Ist es noch gut? Normal, ja gut. Brathähnchen. Ja, Hammer. Ausgezeichnet. Ja, okay. Das kannst du voll teuer verkaufen gerade noch, habe ich gesehen. Was, Brathähnchen? Ja, war das nicht bei irgendwie ja, bei 40? Das wäre eben noch auf oder nicht zum Essen? Oh, ist denn jetzt schlecht? Nee, muss schlafen. Nee, er hat keinen Spaß gerade, aber... Ja, ja, komm, noch einmal wühlen, bis es leer ist. Und dann gehen wir nach Hause und kümmern uns um unsere Möbel. Recyclingmaterial. Taco-Auflauf, klingt geil, ja. Habe ich noch nie gehört, dass es einen Taco-Auflauf gibt. Das klingt schon nicht schlecht, ja, das stimmt. Jetzt will er nicht mehr, oder? Doch, er will immer noch, obwohl er schon so krass stinkt und so müde ist. Wie man auch immer beobachtet wird beim Müllwühlen. Aber nicht mein Ruhe. Okay, auf die Bilder anzugucken. Wühle Müll. Und der Typ steht auch schon seit Ewigkeiten hier rum. Farbstoff haben wir gefunden. Es ist wie eine Lootbox. Ach ja, die Hygiene ist jetzt natürlich ganz unten. Was hat er gefunden? Also ein Wandschrank, aber der bringt uns nichts. Okay. Hä, der kann ja das gute Müllbrathähnchen. Wer aus dem Chat hat auch schon mal eins probiert. Oh, shit. Jetzt gibt es zu. Naja, gut. Ich weiß auch, dass die heute Abend sich noch ein Brathähnchen aus dem Müll holen. Noch wird er nicht bedroht von dem Typen. Was ist denn eigentlich? Ich glaube, der wird bald sterben. Ist es eine Couch? Lootbox des kleinen Mannes. Ein Kaffeetisch. Ach, jetzt kann er nichts mehr machen. Gut, jetzt gehen wir nach Hause. Ich erstmal duschen? Nee, der fällt gleich um. Wenn wir zu Hause, fällt er auch um eigentlich. Wo ist eigentlich sein Fahrrad hin? Wieso läuft er denn jetzt eigentlich? Ach so, hey, jetzt musst du schon mitnehmen, Hawken. Bist du auch schneller unterwegs. Als Lieblingsfahrrad festlegen oder Inventar platzieren. Komplett holzverkleidetes Fahrrad. Okay, Moment. Wo ist dieser Schrank? Im Familieninventar. Ja, gut. Ja, komm, also darauf kann... Okay, wir haben keine Wand. Aber das können wir ja eigentlich direkt verkaufen. Und das auch. Hey! Das ist, wolltest okay. du das Bild behalten? Nee. Ey, wir haben jetzt schon voll viel Geld, damit kann man was reparieren, oder? Ja, wir brauchen Bananengeld und kein Geldgeld. Aber wir können... Ach so, du meinst das. Ja klar, können wir machen. Du machst ja ersetzen und nicht reparieren. Hey, ja, weil wir doch Geld haben, aber wir haben, jetzt bräuchten wir Bananengeld, aber warum sollten wir Bananengeld verschwenden, wenn wir Geldgeld haben? Verstehst du? Oh, jetzt sehen wir die richtige Farbe. Jetzt passt es ja vielleicht gar nicht mehr ins Design. An sich, ganz ehrlich, wir können alles loswerden. Ja, warte mal, wir müssen gleich noch mal einen Fußboden aussuchen. Komm, das lassen wir da, dann haben wir so ein Mini-Wohnzimmer, aber das können wir ja loswerden, das brauchen wir nicht. Obwohl, wie viel Komfort bietet das denn eigentlich? Steht nicht da, ne? Das ist Cheaten! Wie, was ist Cheaten? Sagt Yoko Hono. Weiß ich auch nicht. Hab auch gar nicht verstanden mit seiner Piepstimme. Ach, was war das denn jetzt? Ich habe das alles verkauft. Brauchen wir doch nicht. Wir brauchen doch nur lebenswichtige Sachen wie ein Bett, ein Kühlschrank. Tisch und ein Sofa. Naja, das sieht doch ja, ganz nett aus. Ja, aber die Blume da ist lebenswichtig, oder was? Scheiße, wir müssten... Ja, sieht doch nett aus, oder nicht? Okay, Hauke, dein Haus ist fertig. Wir müssen die Rechnung bezahlen. Warum müssen wir überhaupt Rechnungen bezahlen? Naja, immerhin nur 60. Bezahlen wir schnell. Glattgeld will das nächste Mal auch an der Kasse mit Bananengeld bezahlen. Ja, mach das mal und dann gucken wir mal. Oh, das ist richtig schlimm. Er ist so fertig. Aber das gibt doch überhaupt keine Energie, oder sehe ich das falsch? Ja, ich habe eine Idee. Wir duschen noch nicht.
weil ich eine Idee habe. Was haben wir denn noch? Minimalismus, ja. Inwiefern geht's uns jetzt gerade noch schlecht? Wir haben, schlafen, duschen. Wir sind dreckig. Okay. Haben wir Hunger? Nee. Ach so, wir müssen aufs Klo. Aber hier gibt's eine Toilette, dann gehen wir hier schon aufs Klo. Oh, schäbig das alles aussieht. Und dann gehen wir hier schlafen. Nickerchen, Müllcontainer. Ja, wenn wir danach eh duschen, dann kann man das auch. Ja, eben, machen. Deswegen. Wir verbringen eigentlich, life, ja. Können wir nicht einfach um so ein Grundstück einen Müllcontainer hinstellen, dann haben wir die Challenge gewonnen. Hauke in Japan. Livestream. Aber wie schön das mal aussieht, wie die Sonne so langsam daherkommt. Aber stimmt, immer so rumpelt. Ja, und wenn ich denke, dass das bleibt. Passiert ja nix. Wieso, was ist denn los mit dir, Hauke? Aber die Blase ist noch grün. Immerhin, aber er ist halt immer noch nicht erholt. Wie das aussieht. Ich verstehe halt nicht, warum er ganze Zeit schon mit dem Hintern gegen die Containerwand knallt. Die Mülltonne paart sich gerade. Was macht er da? Na gut, das raubt dann Energie natürlich. Rette ihn! Wieso geht's uns so verdammt schlecht? Es kann halt sein, dass wir die Challenge failen und Hauke stirbt. Wir essen jetzt erstmal Brathähnchen. Aber meinst du, wir kriegen Ärger von Buddy, wenn wir in seinem Bettchen schlafen? Ja, easy. Von seinem Tellerchen essen? Natürlich. Buddy, der versteht da keinen Spaß. Aber der macht auch den ganzen Tag nichts anderes, außer Leute zu beschimpfen und Fremde einfach mal in seinen Buddy. So, das ist das Batu-Essen. Das ist natürlich ein bisschen so verdorben, aus. Aber passt ja zu uns. Er wartet sogar mit dem Essen, bis der Typ zugucken kann. Er sagt so, schön, Müll pfeifst du dir rein. Wie traurig er das ist. Naja, vielleicht kriegt er jetzt ein bisschen Energie. Ich bin mir auch... Marco Schmiesel guckt auch mal wieder zu. Wir brauchen Spaß, wir stinken. Wir gehen ins Fitnessstudio. Da gibt es ja die Dusche und ja, manchmal gibt es auch einen Fernseher. Ach so, ach deswegen. Ja. Aber du willst nicht trainieren, das gibt keinen Spaß, ne? Nee, aber hä, warst du schon beim Fitnessstudio? Auf was ist der nochmal geskillt? Handwerker? Genau, ja. Ich habe ihn so geskillt, dass er ein paar Sachen bauen kann. Das Problem ist halt nur, dass wir jetzt nicht so viel mit ihm anfangen können, solange es ihm so scheiße geht. Da gibt es doch bestimmt auch irgendwo ein Sofa für die, die... Da! Ja. Siehst du mal? Ach, oh, nee. Fuck. Die Mülltonne hat ihm den Rest gegeben. Aber ganz ehrlich, Florentin hat nicht so Probleme gemacht. Der hat schön in seinem Busch geschlafen und dann... Oh. Ey, dieser Schlafbusch war wirklich wie ein Cheat. Also eine Toilette und ein Bett in einem, das war schon nicht schlecht. Ja. Und der Liebesbusch war es auch noch. Ja, eigentlich schon. Mal gucken. Die ungünstigste Position, um in einer Gemeinschaftsdusche einzuschlafen. Es ist aber auch so langsam. Oh, wir können in Florentins Schlafbusch gehen. Wo wohnt Florentin nochmal? Wir haben die Nachbarschaft aktuell nicht. Oh nein. Ich kann den Grabstein, also ich kann ihn halt runterladen, wenn wir mal in der Werbung sind. Dann haben wir wenigstens ein paar Items mehr. Das gibt, ist das gerade, ist das ein Bug irgendwie? Wieso? Dass ja, weil das ja auch keine Energie gibt. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist halt nur ultra langsam. Die Sache ist, die Geschwindigkeit funktioniert nicht so gut, wenn Leute auf dem Grundstück sind. Aber was hat er denn? Ist er irgendwas? Erschöpft. Extrem niedrig. Ja, ach, guck mal, das steigt wirklich kaum. Ja. Selbst 4 ist ein Bug. Gibt's irgendwo ein Bett? Aber sowas wie ein Hotel oder sowas gibt. Nee, ein Hotel gab's noch nie bei den Sims. Also wenn dann
Haben das die User vielleicht gebastelt oder so, müsste man platzieren. Aber es steigt sehr, sehr langsam. Spaß. Also auf jeden Fall, eben hatte ich in einem Fitnessstudio irgendwas mit Musik gesehen, dass er vielleicht hingehen kann, zuhören, tanzen oder so. War das in einem anderen? Meinst du, er kann besser schlafen, wenn er Spaß hat? Dann würde ich ihn halt fernschauen lassen hier. Das war, glaube ich, in einem anderen Fitnessstudio. Ja, aber da, wenn er tanzt, dann ist er ja erschöpft. Er soll doch hier einfach stehen und... Boah, das ist ein krasses Programm. Er ist da. Kanal schalten. Ja, Comedy oder was? Er wollte doch Spaß. Ja, aber geh doch hoch, ist doch gut. Das sind die Sims 3, ne? Mein Tagesablauf in 2 Minuten. Okay, jetzt ist er zumindest spaßig unterwegs. Hauke hat sogar die Schreibfähigkeit auf 10. Die stinkt ja schon wieder. Ich weiß nicht. Wie geht ich das weiß denn? Hauke ist der schwierigste Charakter, den ich jemals spielen anfangen zu stinken? Musste. Ich weiß es auch nicht. Ich habe noch nie einen Charakter gespielt, der so schwer zum Steuern war. Das ist der Wahnsinn mit ihm gerade. Wir können die Challenge einfach nicht weitermachen, weil es ihm so kacke geht. Habe ich nicht gesagt, dass du Ich habe den Kinderkanal gesehen. Nun muss ich wieder duschen. Hä? Wieso ist er denn jetzt da raus? Ach so, weil er schläft. Ja, weil er fast tot ist. Oh, das ist doch... Kann man durch zu viel Erschöpfung sterben? So, jetzt versuchen wir. Jetzt hat er Spaß gehabt, ob er vielleicht ein bisschen schneller. Oh Gott. Du kommst gar nicht mal zur Couch hin. Aber es bringt dir auch nicht auf der Couch, weil das nur so langsam steigt wie sonst was. Aber wir haben doch auch mit Florentin auf der Couch geschlafen. Ich verstehe es halt einfach nicht. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Symbol da neben Energie? Hier? Das? Ja, das ist eine Batterie. Erschöpft, okay. Ja, er hat üble Laune, weil er Schlafmangel hat. Ja, oder wir versuchen es nochmal in Buddys Bett. Oh, dann. Wie wäre es, wenn wir Buddy zu einer Party einladen? Dann hauen wir ab und gehen jetzt hier nach Hause. Oh ja. Aber jetzt ist 6 Uhr morgens, der wird halt nicht an sein Handy gehen. Buddy geht immer 6 Uhr morgens, ist Partyzeit bei Buddy. So, erstmal Outfit ändern. Plaudern? Nee. Einladen auf aktuellem Grundstück. Wieso? Buddy will nicht. Wir haben ihn nicht in unserer Freundesliste. Er ist halt einfach. Nein, das. Also Yama sagt, die Buschschlaferei war der Geheimtrick. Okay. In welchem DLC ist denn der Busch? Na, aber mir gibt gar keine Tipps mehr, sondern schreibt immer nur der arme Hauke. Okay. Wo war unser Busch? Hier, schau mal, wir besuchen uns einfach. Ging das? Oder haben wir die Tür abgesperrt? Weißt du das noch? Es könnte sein, dass unsere NPCs versuchen, ihn in unsere Menschentapete einzusperren. Wir sind übrigens noch jung. Also, die Bohnen sind halt schon älter jetzt und die sind immer noch sehr jung. Ich habe keine Hose. Oh, wir sind im Haus. Jetzt schnell ins Bett. Hä, ich werde schon nicht meckern. Oh, doch! Shit. Lass keine fremden Männer in deinem Bett schlafen, was ist mit dir los? Das ist halt so dumm. Wieso habe ich keine Hose an? Kann ich denn nicht die Tür absperren? Kann ich nicht sagen, was machst du denn, Hauke? Wo fährst du denn jetzt hin? Bruder muss los. Was ist das? Der fährt in der Menschentapete. Fahrrad. Du gehst jetzt nicht schwimmen, du bist so erschöpft. Oder kann er... Nein, er ertrinkt! Meine Reaktion. Bah! Mara, mach was! Du schwimmst nur rum! Ich gucke nur und sag, bah! Ich hab gerade sagen ich wollen. Schwimm, dieser Vollidiot. Du gehst doch jetzt nicht schwimmen, du ertrinkst doch, so erschöpft bist du. Und jetzt? Ich hab gerade noch sagen wollen, du steuerst den Chiara. Ja, ich wollte ja noch. Was machst du denn jetzt? Du guckst jetzt auch noch und sagst, bah. Bin ich verheiratet? Warum habe ich einen Ring? Bin ich verheiratet? Ach, guck mal. So stehst du also zu Hauke. Wieso bin ich verheiratet? Oh. Mit dem da? Oh Gott, der ist ein Sensenmann. Ja, gut.
Schmuna. 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 Können wir einfach noch aus dem Chat überreden, dass du bei der nächsten Beerdigung einfach mit Schmuna weint? Ist das jetzt gespeichert? Das ist jetzt Game Over. Du hast nachhaltig gelebt, nämlich indem man einfach nicht mehr lebt. Dann verbraucht man auch nichts. Das ist also hast du gerade gewonnen. Ich gehe mal zurück zum Hauptmenü. Ich möchte wissen, ob wir denn nochmal von vorne anfangen könnten. Die Musik dazu. Moment, Spielladen. Lebt er da noch? Nein, da stand Glaskammer. Das ist unser Haus. Spiel fortsetzen. Also unten links war er gerade noch. Mal gucken. Ja, bei Sims gibt es mehr oder weniger ein Game Over. Dann halt normalerweise nicht, aber ihr habt es gerade gesehen. Aha. Okay, wir können nochmal einen Versuch starten. Wir müssten. Tun wir mal so, als wären wir gerade gestartet. Guck mal, wir haben Hauke nachgebaut. Das ist der DLC Nachhaltig Leben. Und das schneiden wir also raus. Es ist halt, was lernen wir davon, nachhaltig leben? Es ist fucking schwer. Die Moral von der Geschichte, nachhaltig leben, lohnt sich nicht. Ah, Chat. Wir spielen es wie Crusader Kings. Hulk strikes back. Okay. Wir wühlen okay, also jetzt richtig. Offenbar ist das Bett hat eine oberste Priorität. Ja. Wir machen jetzt Einrichtung, Einrichtung, Einrichtung. Okay, wir haben Geld bekommen. Oh, die schon wieder. Die hatten es auch beim Verkaufsstand hat sie schon genervt. Ja, überall. Auch beim ersten Mülltonnenwühlen war die da. Ich glaube, die stalkt uns. Einsaugen. Hä? Wieso kann ich das nicht absaugen? Einsaugen. Gibt's hier keinen Smog? Doch. Oder hat die uns gestört gerade? Aber willst du jetzt so lange wühlen, bis wir ein Bett finden? Wie sollst du denn sonst ein Bett bekommen? Gute Frage, ha? Huh? Naja, Sachen verkaufen und eins kaufen, aber das wollten wir ja nicht, ne? Ja, genau. Oder am Flohmarkt, Secondhand-Bett, eine schöne gebrauchte Matratze. Wir finden noch, schau mal, wir haben schon ein Fahrrad. Das kriegen wir hin. Ich vertraue auf unser Glück. Mist. Chiara, gönn ihm Pausen. Also Namami lese ich auch sehr verzweifelt der Unterton. Unsere Sims-Expertin weiß nicht mehr, wie sie mit uns reden soll. Im Möbelhaus schlafen. Im Möbelhaus? Ja, Devsky, du hast den Mord verpasst. Schade. Aber wie kriege ich denn eigentlich diese Währung? Kann das im Chat mal jemand nachschauen, wie ich Bananenwährung bekomme und Schraubenwährung? Weil dann kann ich nämlich, hör auf mit Glatzen zu sprechen. Dann könnten wir einfach ein Bett bauen. Ja. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn wir es selber bauen. Ja. Aber ich muss trotzdem währenddessen, wir können ja sonst nichts anderes machen, im Müll wühlen. Das Schwimmen war ja kein, also ich glaube, er kann schwimmen eigentlich, nur, dass er todesmüde war, wie nach einer, Ja, ich habe angestellt, dass Hauke nicht schwimmen kann. Weil, wie kriegt man, wenn man recycelt und im Müll wühlt? Ach, Monget. Monget Ivotor. Stimmt, wir können den Kram einfach recyceln und dann kriegen wir was. So, jetzt darf der Fleischwolf zeigen, was er kann. Und was haben wir jetzt bekommen? Jetzt haben wir Kleinteile bekommen und dann können wir was bauen. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Du wirst da Essen rein, da kommt ein Bett raus, oder was? Nee, dann kommen erstmal Bauteile raus. Und mit, siehst du, das ist die Währung, Banane und Schraube. Wir können ja zum Beispiel jetzt noch ein Fahrrad reinwerfen, wir haben ja noch eins. Diverse Helme. So, und jetzt könnten wir ja zum Grundstück gehen, wo man Sachen bauen kann. Ja. Oh, da war gerade, habt ihr es gesehen, da war gerade so eine Gedankenblase und mein Gesicht war zu sehen. Jemand hat an meinen Sim-Charakter gedacht. Vielleicht ist das der geheime ihr Partner. Klarer Bund. Stimmt, also das will ich echt noch herausfinden. In Werbung gucke ich kurz dann später nach, mit wem ich verheiratet bin. Warum habe ich denn da einen Ehering, Anfänger? So, okay. Jetzt können wir das verwerfen.
und anfertigen. Was brauchen wir für ein Bett? Wir brauchen 25 Schrauben, 80 Bananen. Wir haben, kurz Pause, 25 Schrauben, 53 Bananen. Aha. Das bedeutet, wir würden jetzt noch ein bisschen Müll rum recyceln, bis wir 80 Bananen haben. Klingt das nach einem Plan? Natürlich bist du jetzt das Thema in der Stadt, Chiara. Du hast einen Mord begangen. Wieso habe ich denn einen Mord begangen? Ja, weil du ihn da reingeklickt hast. Er hat sich selbst entschieden. Ich habe nicht gesagt, Hauke. Du steigst ihn aber doch. Das ist doch. Ich habe nicht gesagt, Hauke, steig auf dein Fahrrad, fahr durch Chiara und Maras Wohnung und spring in den Pool. Das habe ich nicht gesagt. Das ist einfach auf Stopp drücken gegangen. Stattdessen. Ich dachte, ich krieg das zeitlich hin. Oh, und dann war er schon weg. Aber wie er wirklich auf seinem Fahrrad durch unsere Menschentapete geradelt ist, direkt ins Wasser rein und ertrunken. Also die Story will man nicht auf einer Beerdigung erzählen irgendwie. Ja. Was ist das? Mehr. Wir können ein umweltverträgliches Upgrade teilen. Ja. Whatever. Wir haben alle zugesehen. Ihr auch. Ihr auch, Leute. Ich habe einen Computer gefunden. Ein Slow-Motion-PC. Ach, guck mal. Mit denen habe ich vor einem Jahr noch gespielt. Okay, jetzt können wir verwerfen. Nee, warte mal, Recycle-Ding war das hier. Die Menschentapete, ja, wir haben in einer der letzten Folgen versucht, so viele Menschen aus der Nachbarschaft zu fangen, wie es nur geht, und die in den Zwischenraum unserer Tapete und Fenster einzusperren, sodass quasi die Menschen, die hinter der Glasscheibe unserer Tapete waren, wenn man das verstehen kann. Ja, so, und was macht ihr so? Und bei euch so? Okay, wir haben genug. Ach Mann, es ist alles besetzt. Schmeißt ihn weg, den Nagidai. Nicht an den Rechner gehen, Hauke. Das ist nachhaltig. Ist hier vielleicht frei? Nee. Ja, verstehe ich total. Leute, ruft die Polizei. Wie werden wir jetzt den Typen hier los? Oh, wir könnten noch jemanden anflirten und da einziehen. Aber es wird schwierig, wenn wir immer so stinken. Dann ist sie ja komplett gewonnen instant. Wenn wir keine Zeit mehr haben, dann heiraten wir einfach schnell. Ja, wie im echten Leben. Ja, dann machen wir das Bett jetzt hier einfach mal. Ich hoffe, das wird auch was. Ich weiß nicht, ob das schief gehen kann. Oh, baust du gerade jetzt ein Bett? Ja, ich baue jetzt ein Bett. Oh, bitte oh, funktioniere. Bitte funktioniere. Oh, bitte. Das ist ein 3D-Drucker, by the way. Oh Gott. Okay. Enttäusch uns nicht. Du bist eigentlich heute schon eine ganze Enttäuschung, aber bitte mach das wenigstens richtig. Und? Oh oh. Ich mach nochmal, ich spruch vor. Boah, wie lange braucht man denn für so ein Bett? Und? Yes, wir haben es geschafft. Oh, endlich. Geil. Dann gehen wir kurz ins Fitnessstudio duschen, gehen aufs Klo. Kann ich kurz noch im Müll wühlen für Essen? Ja, gut, wir suchen noch schnell Essen. Ein UFO? Was? Wir haben ein UFO gefunden. Ich habe nach Essen gesucht und wir haben ein UFO gefunden. Klingt nach 2020. Minestrone. Okay, so, Fitnessstudio. Ein 3D-Drucker von Wish. Es ist die Safe Vibe, wo Hauke noch keine Haare hat. Ach, naja. Schlüsselanhänger dauert 6 Stunden. Hm. Echt jetzt? Okay. Naja, aber Sims-Stunden waren bestimmt auch irgendwie 12 gerade. Wo sind wir denn jetzt? Achso, du willst duschen. Ja. Oh. Und er muss auf Toilette. Können wir nicht eine Dusche einfach klauen? Geht das? Nee, ne? Ist so groß. Ich will kurz Haare drauf machen, okay? Wir hatten uns ja für folgende Haare entschieden. Das war dann das. Einfach. Ja. Nee, das war's, oder? Ja. Okay.
Jetzt habe ich vergessen, die Schuhe anzuziehen. Egal, er läuft barfuß rum, so wie die ganzen Studenten immer. Skinheads überall. Okay. So, zurück nach Hause. Hauke hat kein Piercing mehr. Firewolf war doch so eine Quietschstimme. Was soll denn das? Los mit euch. Das Piercing sieht man ja gar nicht. Eco-Hippie-Kommune. Ist doch alles cool. So. Ach, jetzt sind wir ja unsere ganzen anderen Möbel ja auch weg, ne? Nach dem Schwimmunfall, sagen wir mal. So. Ach, schön. Das ist doch schon mal. Denn das andere hast du auch noch alles rausgewühlt in einem Wühldurchgang? Ja, ich kann den Rechner nur nicht hinstellen, weil, naja, wir haben keinen Tisch. Hä, wo hab ich denn jetzt her? War das nicht bei mir im Inventar? Steam-Fehler? What? Ja, das Fahrrad und Bett reicht. Ja. Ich weiß nicht, was. Das ist, glaube ich, Farbe, dann könnte man Möbel. Was ist denn mit dem UFO? Ah ja. Fruchtobjekt. Unbekanntes Fruchtobjekt. Oh. Können wir daraus Bier brauen? Wollen wir das dann gleich mal probieren? Also wir schlafen jetzt bis Tag ist. Gnade. Weil ich will jetzt. Nee, weil. Nein, er hat Hunger. Die Minestrone essen wir, die ist ja verdorben, aber ist okay. Hat der kleine Häschen-Schlappen? Ja. Ach, okay. Japan hat dich verändert. Schlaf. Ah, sehr gut. Ah, endlich. Ja, die Challenge, die schaffen wir bestimmt auch in einer Stunde nur. Spaß hat es schon wieder nicht. Können wir nicht noch ein. Wieso? Was? Lektionen an. Rechnungen? Für was denn? Ich weiß auch nicht. Was für Rechnungen? Ich kam nicht nur in deinen Briefkasten heran. Wo ist denn dein Briefkasten? Nicht mein Briefkasten. Da. Hä? Wir haben nur ein Grundstück mit Gras drauf. Ach, wir haben nicht genug Geld. Hauke kann sich das nicht leisten. Grundsteuer. Naja. So. Wie haben die uns denn gefunden? Seitdem das Bett da steht, wissen sie, dass hier jemand wohnt. Mist. Warte mal. Jetzt müssten wir 88 zahlen. Davor, bevor wir gestorben sind, mussten wir 60 zahlen. Ja, so ist das in so einer Skinhead-Nachbarschaft. Als wir angefangen haben, hatte der noch Klamotten an. Und jetzt ist er auch nackt. Diese Gegend ist schon ein bisschen merkwürdig. In Ordnung. So. Jetzt geht's. Können wir noch mal irgendwie was recyceln? Wir haben ja noch ein Fahrrad. Farbstoffe sind eigentlich auch. Wo kommen denn die ganzen Fahrräder her? Wo kommen denn die ganzen Fahrräder her? Hast du nicht eben schon mal eins kaputt gemacht? Ja, aber wir hatten irgendwie im Familieninventar noch ein Fahrrad. Vielleicht war das noch unser Fahrrad vorm Tod. Recycling ist der absolute Kick. Warum steht ein Bett auf der Wiese? Schon meldet sich die GZ. So machen sie's. So, dann nochmal Smog einsaugen. Wie ist denn eigentlich unser Fußabdruck? Neutral. Also wenn das jetzt im gelben Bereich gewesen wäre, hätte ich mich auch gewundert. Können hier wieder für so eine Nachbarschaftsaktion. Das ist übrigens keine Bananenwertung. Währung, das ist einfach nur Einfluss. Es war also nicht so schlimm, dass ich alles rausgeballert habe. Einfluss wird mit Bananen dargestellt? Nee. Bananen ist was anderes. Wir können freie Liebe reinhauen, wir können teilen, bedeutet kümmern. Was passiert bei der freien Liebe? Ja, wer braucht negative Gefühle, wenn man auch in Liebe baden kann? Folgen im Herzen. Was wird denn da gebaut? Wir wollen auch einander. Also, wir sollen uns einfach alle lieben. Aber wenn was entsteht die freie Liebe da? Regiert, kannst du deinen Einfluss durch romantische Aktionen erhöhen. Ah, okay, für das, was wir abstimmen, können wir unseren Einfluss nochmal erhöhen. Für unseren Exit-Plan war das eigentlich nicht schlecht. Das stimmt eigentlich. Rauferei? Ausdrücklich erwünscht. Saft für alle. Was, Rauferei? Ein bisschen weiter oben. Da. Da können wir uns prügeln, oder was? Ist das jetzt hier Fight Club, oder was? Ja, wir kriegen wahrscheinlich den Einfluss. Ist man einfach zu nett.
Was ist denn zurück in die gute alte Zeit? Werden diejenigen, die ein gesundes Leben mit Büchern und Brettspielen führen, mit okay, nein? Okay, nein, sagt sie hier auf diesem Sender. Ja. Ja, ich glaube, das Beste ist ja für uns das eigentlich, weil wir ja das krass machen, oder? Upcycling. Ja. Dann wählen wir nochmal das. Wir tragen Taschen, dann, ja, dann müssten wir halt irgendwie eine Tüte auf den Kopf setzen oder so. Hat er Hunger? Aber die Kommode, die da steht, können wir nicht mitnehmen. Nee, leider nicht. Das wäre cool, ne? Wir haben jetzt einmal gewühlt. Naja. Wollen wir uns eine kurze Pause gönnen vom Müllwühlen? Ja, lass eine kleine Rumwühlpause machen. Wir müssen uns auch erstmal vom Tod von Hauke ein bisschen beruhigen und erholen. Schmuna! Wir sind gleich wieder zurück. Vielleicht sind dann ein paar weniger Glatzköpfe unterwegs. Was nicht schlimm ist, wenn ihr eine Glatze habt, ist auch cool. Wir sind wieder zurück, haben nebenbei vielleicht den einen oder anderen DLC heruntergeladen. ich bin aber noch nicht dazu gekommen, nachzuschauen, mit wem ich verheiratet bin. Das würde mich schon brennend interessieren. Ja. Aber was uns noch mehr interessiert, wisst ihr noch, wo wir mit Wirt und Ilias gespielt haben? Wir wollen wenigstens spätestens Freitag nachschauen, was aus ihren Kindern geworden ist. Mhm. Weil das eine Kind sah ja, hieß Gregor, sah aber aus wie ich angeblich. Und das ja, würde mich schon interessieren. Könnt ihr noch mal schnell nachgucken, jemand? Ja, schaut gerne noch in die früheren Folgen nach. Die sind eigentlich auch einfach mal so ein Blick wert. Da könnt ihr parallel auch noch die Folge durchlaufen lassen, wenn ihr schon mal dabei seid. Gut, wir starten wieder rein, sind am Rumwühlen wie immer. So, wir wollten essen, glaube ich, weil Hauke Hunger hat. Hä? Will er das nicht essen? Warum nicht? Ist das leer? Ach ja, ist es. Okay. Dann schauen wir noch weiter. Ich will nämlich die Früchte nicht essen. Was ist das denn jetzt? Eine Kartoffel? Daraus kann man ja auch Kram brauen. Gibt's denn kein Gericht? Okay, sind die jetzt noch nackter als vorher? Ja, vielleicht ist das irgendeine von einem anderen DLC. Aber eigentlich müssten Leute Dörrfleischwürfel? Falscher? Was ist das denn? Falscher Effekt was? Greift und imitiert. Kann ich daraus auch was brauen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Kann man es recyceln? Hat das jetzt runtergespült? Er hat die Schüssel jetzt sauber gemacht. Ach so. Gerade. Wir essen den jetzt einfach mal. Mal schauen, was passiert. Hat er es gegessen? Kann man hier eigentlich duschen? Nee. Okay, so. Wieso ist er denn schon wieder so dreckig? Wir wühlen noch mal, bis es nicht mehr geht. Also, wie ihr seht, wir haben jetzt Jahreszeiten wieder drin. Ah ja, jetzt geht's. Die Nackten sind die Kinder von damals. Was? Die Nackten? was können wir denn recyceln? Sie haben einen neuen Sekte gegründet. Das einfach. Okay, das gab wieder Schrauben und Bananen. So, jetzt können wir eigentlich hier hingehen. Was wollen wir denn als nächstes? Eine Dusche? Ja. Dusche und Bett. Aber genau. Ich glaube, eine Dusche konnten wir hier nicht finden. Also in dem Baugerät-Ding. Echt? Wir schauen nochmal nach, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man keine Dusche anfertigen konnte. Man könnte eine Tischlampe machen. Beistellt. Ein Teppich, ein Bücherregal. Ist das alles aus Pappe gemacht? Naja. Wir können hier keine Dusche machen. Und ich glaube, an der Werkbank wahrscheinlich auch nicht. Aber du meintest, es gäbe ja noch irgendwo einen Flohmarkt oder so? Ja. Ereignis hinzufügen. Nee, shit. Ja, das ist halt manchmal random. Da müssen wir in die Großstadt und gucken, was so, das nächste ist. Okay, wir können nichts herstellen, weil wir kein Geld haben. Aber was wir machen können, ist aus dem UFO Bier brauen. Wie Ilias und Wirt wohnen in einem Wüstengebiet, sagt Nesis. Echt? Mhm.
Okay. Müssen wir irgendwie nochmal gucken. Oh Gott. Ey, die haben noch ein bisschen mehr an. Schau mal. Ey, das ist ein Statement. Einfach nichts anziehen, außer knallrote Socken. Vielleicht ist da jetzt die Dusche wieder da. Nee. In der Krawallhütte wohnen sie. In der Krawallhütte. Aber was ist, wo ist denn der Unterschied? Wie, was? Ja, weil ich zwei Optionen zum Brauen habe, deswegen. Ach, hier ist, ich glaube, das ist ein Sims 1 Fernseher oder so. Das ist auch neu mit dem DLC. Mhm. Du hast mit Sims 1 angefangen, Sims zu spielen. Ja. Okay. Ja, lass doch mal aufs Klo gehen. Wir können halt hier nicht duschen. Ja, lass uns gleich mal in die Wüsten-Dingsbums reisen. Ja, können wir mal gucken, ob die da noch sind, ob die Kinder jetzt erwachsen sind. Wir brauchen Spaß. Und Hygiene. Ja, kriegt er Spaß, wenn er Schach spielt? Ja, bestimmt. Ja. Nicht so viel, aber nicht so viel wie bei Zugzwang, aber schon so ein bisschen. Ja doch, wenn ich ein bisschen beschleunige, dann geht er schon schneller hoch. Naja. Na, Sims 1 durfte mein Haus damals nicht so groß werden, sonst hat es total geruckelt. Oh, bei Sims war das Problem, dass es halt wirklich krass an der Leistung deines Rechners gezerrt hat. Ich kann mich erinnern, bei Sims 2 waren die Ladezeiten so lange. Ich habe mich auch mega gefreut, dass das dann rauskam. Konnte ich nicht spielen. Dann nicht gepackt. Aber der Sprung war damals krass, fand ich, von Sims 1 auf Sims 2, als ich dann diese erste Cinematic-Sequenz gesehen habe. Ich kann mich noch erinnern, meine Schwester kam halt auf die Sims. Wer ist denn Beth Sterling? Hallo? Hi, Champ! Oh Gottes Willen. Ich habe eine coole Geschäftsidee, das ist eine echt große Sache, aber ich brauche ein paar Simoleons. Wie viel Geld? Um richtig loszulegen, etwa 1000, wie viel haben wir denn? 8? Hä, was ist, wenn wir das einfach anklicken? Dann haben wir Minusgeld. Echt? Ich klicke mal drauf. Danke, Hauke, auf dich ist immer Verlass. Ich wollte 1000, ich gebe dir 8 Simoleons. Ja, geil. Hauptsache, wir kommen gut an bei den Leuten. Vielleicht haben wir jetzt Pluspunkte bei ihr und können sie heiraten für den Notfall. Ja, wir merken uns mal Beth Sterling. Ist sie nicht noch minderjährig? Nee, da stand junge Erwachsene. Ach, bis dahin ist sie über 18, bis wir so weit mal sind. So, jetzt hat er genug Spaß gehabt. Unser Bier, irgendwer hat jetzt unser Heirat Bier für den Notfall. Entnehmen. UFO-Bier ist das jetzt, Leute. Hast du das kombiniert, oder wie? Nee, ich habe einfach nur UFO. It's UFO. Craft. Craft Beer. Ich dachte, du hättest das, also Craft Beer aus diesem UFO-Ding gemacht. Ja, habe ich gerade gemacht. Ach so, okay. Und das ist normal geworden. Wollen wir selbst wird immer versuchen, euch in Schneeballsysteme zu zerren. Wo hast du uns reingelotst? Was? Wieso? Na, Mami hat gesagt, sie ist ein Scharlatan. Und der haben wir jetzt 8 Simoleons gegeben. 8? Mehr nicht. Was hätten wir denn mit 8 anfangen sollen? Was macht die jetzt? Essen noch ihre Getränke Anzahlung bestellen. Auf eine Dusche. Hey, du kannst doch nichts bestellen. Du hast doch kein Geld, Hauke. Hauke! Er hat sich 10 Hotdogs bestellt. Nee, kann er ja gar nicht. Er hat ja kein Geld. Was macht er denn? Er denkt doch auch nie mit. Kein Wunder, dass er stirbt immer. Wir essen das jetzt. Vielleicht frisst er sich tot. Ey, guck mal, er hat sogar was bekommen. Die Reste das hat er Müll gefunden. Das hat er Müll gefunden. Simpy. So, sehr gut. Wie schnell der auch immer alles macht. Radelt in seinen Tod, bestellt sich da 10-mal Sachen. Ja. Dann kann sie gar nicht so schnell klicken, wie der da sterben will. Das ist gerade richtig schlecht. Aber Hygiene. So ist das eben. Wir können jetzt, wir müssen so duschen. Ist das eben. Berühmte letzte Worte. So, jetzt wollen war wir mal. Hier? Jetzt wollen wir die Kleinen sehen. Ja, da oben, da, ich sehe doch schon das Labyrinth. Sie sind alle nackt. Wir besuchen jetzt Wirtin Ilias in ihrem gewohnten Terrain. Nackt. Also bis Freitag Spiel. Werden sie nicht mehr nackt sein. Da ist dann alles runtergeladen. Rest in Peace, Hauke. Aber naja, ist doch eine schöne Überraschung.
Ich hoffe, dass diese blöde Kuhpflanze nicht da ist. Nicht, weil Hauke, naja, immerhin hat er keinen Hunger mehr. Objekte entfernt. Ja, stimmt. Die hat sich manchmal Leute geschnappt. Ja. Oh, okay. Wie, ja, was, wie, was? Was, wo will er denn jetzt? Warum radelt der denn überall? Slalom. Okay, ich bin vor, das war der ewig. Ah, Fitnessfähigkeit erworben. Krasses Labyrinth. Ja, ist mal radeln. Okay, das ist wie. Oh, wow. Nee, das. Hä, Gregor ist schon so alt geworden? Gregor Junior Laui. Was? Und wer ist das? Dann? Ist das Kind ist, gewesen? Das ist was Simon, ist das denn? Nee, das ist doch der Bastard. Das ist Leo, den haben wir aber nicht so genannt. Nee, nee, ich glaube, es hat das Spiel gemacht. Ilias ist doch fremdgegangen mit Simon. Wo sind eigentlich die Eltern hin? Wo sind denn Ilias und Viet? Ey, das bedeutet, keiner kann nörgeln, oder? Wenn wir duschen. Weil die Kinder, der schläft. Ja, das Kind. Das Kind. Die, beide schlafen, oh, keiner merkt, keiner schnell. Geil. 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 Dusch okay. dich richtig also. Ab. Dusch ja. dich richtig ab. Wir haben jetzt eine schöne neue Duschgelegenheit gefunden. Wo ist denn aber auch, wir hatten da doch so eine mega Musikanlage und alles. Ja, das ist wahrscheinlich auch irgendein Teil eines Deals. Jetzt kommt er zu uns. Igor Junior. Sieht nicht mehr so aus wie ich, muss ich sagen. Aber das lassen wir den Chat entscheiden. Naja, egal, wir sind sauber. Ist doch nicht, aber jetzt können wir uns mit ihm unterhalten, weil unsere leben Sozial- die unser Sozialbalken ist auch ein bisschen niedrig. Ilias und Simon hatten eine schöne Buschromanze, wie ihr in einer der letzten Folgen nachgucken könnt. Ja. Ja, was macht er denn so? Helfen, schlechte Beziehung zu Kind. Oh, Gregor versteht sich überhaupt nicht mit Etienne. Ja, kein Problem, mit Etienne verstehen wir uns richtig gut. Können wir machen. Oh. Nee, hat er nicht angenommen. Ja, kein Wunder, dass er dich nicht leiden kann, wenn du die so über Musik streiten. Ich prahle mal, wie geschicklich ich bin. Wieso, was ist denn jetzt? Kommt Hauke erst her? Oh mein Gott, was ist denn jetzt hier? Wer bist du denn? Es ist Ilias, oh, ne? Hier. Ist das Ilias? Ja. Alter, Ilias sieht schon ein bisschen aus wie Ilias, oder? Also, ja, selbst mit Glatze. Stellt euch jetzt halt, ich, genau. nee, wir wissen immer noch nicht, mit wem ich verheiratet bin. Das werden wir auch noch herausfinden. Wir müssen jetzt jeden Nackten angucken, ob die einen Ring am Finger haben. Ilias und wir jetzt sind auch nicht verheiratet. Hä, die haben doch geheiratet. Ja, es war klar. Mega romantisch alles. Wieso haben die denn keinen Ring? Meinst du, die haben sich scheiden lassen, nachdem Viet herausgefunden hat, dass Ilias fremdgegangen ist? Das kann ja echt sein. Kann man die anklicken und dann steht das da irgendwie? Status von bla? Ich glaube, wir können fragen, ob Single ist oder so. Oh. Bist du Single? Ah, ja, verheiratet. Mhm. Oh, ich will wissen, mit wem ich. Komm, wir besuchen noch uns. Ja. Meinst du, wer ist das jetzt? Ich dachte, das ist jetzt kopiert angelaufen, aber nee. Chiara und Mara haben einen Kult gegründet, alle müssen nackt und haarlos sein. Ja, jetzt finden wir das noch schnell heraus. Oh Gott, die Challenge dieses. Ey, wir haben immer ein Bett. Wie lange haben wir denn? Wie, das kriegen wir das noch? Ja, das kriegen wir. Erst müssen wir das Rätsel klären. Wir brauchen doch nur noch. Oder vielleicht ist das so einfach ein Dekoring. Ein Dekoring? Ja, jetzt nicht so, so ein Heirats-Ehering. Aber du hast mich doch damals erstellt. Hast du mir einen Dekoring an den Finger gesteckt? Nee. Ich frage. Also. Nicht schwimmen gehen, Hauke! So, jetzt kommt's. Romantisch fragen, ob Single. Wo ist denn der Ring? Ach ja, da. Ah, ich sehe ihn. Da. Ist doch safe. Ich bin Single? Da siehst du mal, nur ein Dekoring. Aber das ist doch ein Diamant. Irgendwer hat mir einen Diamantring an den Finger gesteckt. Na gut. Ich gehe mal kurz aufs Klo, Chiara. Oh, ich bin ja wieder am Schwimmen nur. Du bist nur am Schwimmen. Du wirst auch noch sterben. War das die nebenbeiste Todesdrohung der Welt? Unsere Küche ist halt auch nicht vollständig. Du wirst auch noch sterben und jetzt spiele ich weiter. Wow, wie sie ihm immer nachläuft. Nee, ich muss halt aufs Klo. Jetzt können wir nach Hause gehen, schlafen und dann können wir wieder schön rumwühlen. Wie, was ist denn jetzt? Fahr halt nach Hause.
Diamant ist im 3D-Drucker. Nach Hause jetzt. Oh, dieses Fahrrad, ey. Hey, ist doch wunderschön. Okay. Ja, das ist irgendwie neu, okay. Ne? Einfach nur okay. Ich glaube, denen ist nichts mehr eingefallen, wie Delfine werden in den Pool geworfen. Punkt. Ach, das wäre ein Moped. Glaubst du wohl nicht, dass wir nachhaltig Moped fahren? Das ist ein Fahrrad. Das ist ja Quatsch. Wir sind so nachhaltig. Wir haben vielleicht so ein ist Bett. Der Ring von der Tapete gefallen. Oh nein. Landgrab? Wir was? Haben, wir haben immer noch kein... Was wollen die denn noch machen? Das ist ja wieder die Geschichte. Wir haben keinen Strom, wir haben kein Wasser. Ist doch egal. Und stellt ihn uns doch ab! Ja. Ist doch vollkommen egal. Streicht uns doch den Anschluss! Rechnungsinfo anzeigen. Okay. Genug geschlafen. Und Müll wühlen. Kommentar auf unsere Spielweise soll das okay sein. Geil, wir haben jetzt einen Marktplatz. Da gibt's vielleicht. Ich weiß nicht, habe ich dafür gevotet? Also, ich bin mir. Bin ich für Freiliebe gevotet? Nee. Nee. Ich dachte. Ich dachte, ich habe das beim alten Spielstand gemacht, bevor wir gestorben sind. Können da nicht einfach mal Leute eine Dusche verkaufen, vielleicht? Nee, Moment mal, das bedeutet, hier gibt's keinen Müllcontainer mehr. Fortschritt ist. Wie sollen wir denn jetzt noch überleben? Fortschritt behindert uns. Gibt's hier auch Möbel? Da kann man auch wühlen. Nach Zutaten aber nur, nicht nach richtigem Essen. Wie auch immer da sein dreckiges Geschirr wischt. Sieht aber trotzdem sehr nett alles aus. Okay, das ist ja echt blöd. Hier gibt's keine Duschen. Mir fällt gerade ein. Okay, Kerzen. Kerzen noch nicht. Warum eine Dusche? Mir fällt gerade ein, dass wir noch nicht unser UFO-Bier getrunken haben, ne? Doch, haben wir? Was ist denn unser UFO-Bier hier? Neben Hauke steht aber auch nur okay. Ja, okay. Weil es ihm okay geht. Das ist so das Haupt... Okay. Du kannst eh nichts leisten, Hauke. Wir müssen hier weg. Okay. Wir müssen irgendwo hin, wo es noch einen Container gibt. Hier. Okay. Wir bremsen jetzt den Fortschritt. Das kann ja nicht sein. Wir brauchen einen Container, Mara. Das ist ja... Wir brauchen noch die Dusche. Wir können natürlich überlegen... Wir müssen uns die kaufen. Also irgendwie Sachen... Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir... Wir haben ja null Geld. Ja, genau. Dass wir an Geld kommen und dann sagen... Wenn du auf die Betrügerin reingefallen bist... Als wir hätten jetzt vielleicht minus 1000 gehabt, wenn das Spiel schlau gewesen wäre. Geld irgendwas hätten kaufen können. Nickerchen im Müllcontainer machen wir nie mehr im Leben. Danach war er todessichtig. Wir können trotzdem überlegen, ob wir die Regeln mal so hinschieben, dass wir einfach... Wir haben ein Doppelbett? Was? Schmutziges Doppel? Geil. Dass wir die Regeln so hindrehen, dass wir... auch Sachen kaufen können im normalen Shop, wenn wir das Geld verdient haben. Ja, wenn es uns nirgendwo nur... Da ist ja Mortimer wieder. Und seine Frau. Okay, was wollen die hier bei der geheimnisvollen Mülltonne? Jetzt weiß ich auch, was da eben passiert ist. Er hat keinen Bock auf seine Frau mehr. Wow. So, Smog einsaugen. Weil, okay, es ist halt... Ey, ich fühle mich so fehl am Platz, wenn die da flirten. Während wir da im Müll rumwühlen. Also wir wollten am Ende ein Bett und eine Dusche haben. Eigentlich ein ganzes Haus. Nein, okay, nicht auf. Wir sind mittlerweile bei einem Bett. Zwei Betten, ein Einzelbett, das haben wir selbst gebaut. Wir haben jetzt 7 Geld. So. Moment mal. Wow. Ich hab's dir doch eben gesagt. Ich hab's doch eben gesagt, was die machen wollen beim Müllcontainer. Die haben nur gewartet, bis Hauke abhaut. Das ist der schäbige Müllcontainer, wo wir drin geschlafen haben. Alter, was die Mülltonne schon alles gesehen hat. Also in der Mülltonne schlafe ich auf jeden Fall nicht normal. Richtig schmutzige Dinge, du. Okay. Ja, jetzt geht's also, sie sollen jetzt auch mal fertig werden. Ich will im Müll wühlen. Was? Wie haben sie das denn hinbekommen? Ach ja, Hauke wird sich jetzt lustig vorstellen. Nach dem okay. Gut gemacht. Was ist das für eine
Hä, aber die hat doch auch so einen Ehering wie ich. Das ist doch 1:1 mein Ring. Ja, vielleicht bist du ja auch mit Mortimer öfter mal in der Tonne gewesen. Nur werden kann ich. Das ist sein geheimer Treffpunkt. Wo ist der Krawatte sitzt. Und die Krawatte sitzt. So, was haben wir denn jetzt? Lumpia, was ist denn Lumpia? Egal, das essen wir jetzt. Eh, aus der Tonne möchte ich nichts mehr. Wieso so, wirft es denn weg? Es halt es doch essen. Jetzt hör auf, Dinge aufzuräumen. Das ist doch wir auch, wo das Doppelbett herkam. Komm, wir essen jetzt einfach die Weintraube, die Kartoffel und die Tomate. So, dann haben wir ein bisschen weniger Hunger. Wir suchen jetzt so viele Einrichtungen wie möglich. Dann, okay, cool. Das ist die Frage, Mara. Wie wollen wir das jetzt machen? Wollen wir unsere Sachen lieber verkaufen, die wir finden, also reparieren, aber nachhaltig reparieren und dann verkaufen und dann im normalen Baumodus? Mhm. Ja, dann, ja. Ich glaube, wir müssen das machen, um das heute zu schaffen. Dann machen wir das so. Dann, okay. Gemüsepflanzen kann man auch noch zu Hause. Ja, es gibt ja auch solche offenen, also dieses Fahrrad killt mich echt mit dem Helm. Da müsste ich ja so ein Beet kaufen, das muss ich auch wieder kaufen. Das kostet ja alles Geld. Ja. Oh ja, was ist alles so funktioniert. In Ordnung. Okay. So, wir haben einen Tisch. Das ist sogar sauber. Wow. Hä, wollen wir denn das behalten und das wegwerfen? Oh, da sind Flecken drauf. Das ist 420 wert. Und das 25. Dann sollen wir doch das verkaufen. Aber gibt das denn mehr Komfort? Kann man das auch sehen? Ich würde sagen, wir den PC verkaufen wir erstmal. Weil wir, der Strom wird eh abgestellt. Okay. So, und jetzt gucken wir gleich mal nach Komfort. Ist nicht das zum einzigartig. Klonen. Das ist einzig. Energie 3. Okay. Stress gemildert 1. Energie 4. Stress gemildert 2. Es ist halt eins besser, aber dafür kriegen wir halt mehr Geld. Und wie viel kostet das andere? Dafür kriegen wir nur 25. Oh. Deswegen würde ich das behalten. Ja. Und das verkaufen. Ja. Das haben wir auch selber hergestellt. Das entspricht quasi den Regeln. Und jetzt reparieren wir hier. Man braucht kein Beet. Man kann einfach in die Erde pflanzen, wird hier gesagt im Chat. Oh, oh. Keine Dusche, aber. Komm, haben wir Geld, ruft sie an. Oh, sie schon wieder. Was wirklich spendabel. Ich stehe kurz davor, meine Firma zu öffnen, aber 1000 Simoleons sind schnell aufgebracht. Ich könnte eine weitere Finanzspritze brauchen, falls das geht. Wieder 1000. Mach den Sim fertig und fordere dein Geld zurück. Das machen wir. Meinst du, wir kriegen dann 1000 und nicht nur 8? Ja, 2000 wollen wir jetzt als Schadensersatz. Und wie viel haben wir? Oh mein Gott, wir haben mir 8 gegeben und ich gebe jetzt nochmal 1000. Wir haben das Leben gemeistert. Wir sind ja wohl, wir sind ja die geilsten Menschen überhaupt. Schadensersatz. Wir spielen das wie gute Deutsche. Ach, fein. Ach, die kann sich nicht daran erinnern, allzu gut. Hier ist so ein paar tausend. Hä, hat sie uns 2000 sogar gegeben? Geil! 8 gegeben und kriegen 3000. Das ist jetzt auch repariert. Das verkaufen wir jetzt auch. So, was sagst du jetzt nochmal, Mami? Schneeballsystem, die zahlen sich aus, wenn man die Leute bedroht. Also, eigentlich ist es gut, wenn man immer mit wenig Geld herumläuft. So, jetzt holen wir uns hier eine Dusche. Ja, guck mal, jetzt haben wir ja schon viel. Komm, wir suchen uns aber nur Sachen aus dem Nachhaltigkeitspack. Eine Dusche. Abenteuer im Kapitalismus. Ja, hier, Badewanne. Das ist ja schon wieder so ein Pixel-Ding. Das ist halt vom Nachhaltigkeitspack wie Pixel-Ding. Brauchen wir nicht erstmal einen Raum? Ach, du willst einen Raum? Wollen wir nicht erstmal Inhalt und dann die Wände außenrum? Oder wie? Oder? Machst du das immer so? Wir haben halt nicht so viel Geld. Ich hab schon mal mein Studio hingestellt. Aber hier ist doch gar halt kein nicht, Haus. Es ist doch, hey, würdest du lieber in einer leeren Wohnung wohnen, als in keiner Wand draußen Wohnung? Mit einem Stuhl, ja. Aber dann ist doch, nee, Chat. Ich bin im Recht, oder? Haust du bitte eins in den Chat? Ist doch klar. Macht man so. Oh, so ein Miniraum? Du weißt doch, wie teuer Wände sind, Mara. Ja, aber wir sind ja jetzt reich, weil wir ja, jemanden komm, abgezogen das haben. Kostet schon 240. Ach was, so teuer sind doch keine Wände.
Dann wird es aber echt ein kleiner. Also muss ich ja dann auch eine Tür kaufen. Ja, also klein, klein. Ich dachte, wir bauen jetzt alles in einen Raum. Ach so, ich dachte, du willst jetzt einzelne Räume haben. Ich dachte, die Dame will jetzt einzelne Räume nutzen. Ja, dann machen wir es halt so, wir sind reich. Ich weiß echt nicht, was du unter reich verstehst. So. So. Ah, da haben wir doch noch genug für ein Brathähnchen. Und jetzt einfach nur eine Billotür. Ist das eine Billotür? Ist die günstigste? Ja, bestimmt. Ist das die Fenster? Du willst jetzt echt noch Fenster? Mach, also du machst dich echt pleite. Wir tauchen gleich wieder bei dieser Frau auf. So. Und die sich nochmal traut. Wir warten, bis wir wieder fünf haben. Dann warten wir, bis sie anruft. Das ziehen wir jetzt, das ziehen wir eiskalt durch. Weißt du was Dummes? Mir fällt gerade auf, ich habe halt zweimal Außeneingang. Einmal zum Badezimmer, muss man das Haus verlassen, um dann ins Badezimmer zu kommen. Ja, egal, das also ist schon okay. Wir brauchen noch einen Boden. Wir brauchen erstmal nichts, so Wunder jetzt, Mara. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Geheimnis, wie man mit Geld besser umgeht, dass man sich ein Luxushaus kauft. Wir haben noch 1200. Aber willst du dir nicht lieber einen Kühlschrank holen oder sowas? Oder willst du... Wir haben doch sonst alles auf Toilette. Oder ein Blumenbeet, dann können wir zumindest Pflanzen selber anbauen. Kein Beet, glaube ich. Wieso brauchen wir denn kein Beet? So, wir gucken jetzt mal. Haben jetzt quasi schon alles, was wir brauchen? Nee, wir bräuchten noch einen Kühlschrank. Wir bräuchten ein Waschbecken, um die Hände zu waschen. Willst du nicht mehr im Müll wühlen? Ist es jetzt schon so weit gekommen, dass du diese Nachhaltigkeit abstellen willst, oder was? Ich habe dich doch gefragt, ob wir die umbauen möchten, die Challenge. Du hast gesagt, ja. Verstehe ich nicht. Wir können auch weiter wühlen. Jetzt sehe ich mich nach der Wühlerei. Wir können, ja, wir können weiter wühlen. Das ist kein Problem. Ich meine, man kann einfach diese Gemüsesamen auf den Boden legen und dann einpflanzen. Hä, aber es gibt doch dafür extra ein Beet. Oder nicht? Geht das echt? Aber wir haben doch gar keine Gemüsesamen mehr, wir haben die alle gegessen. Wie, wir haben die gegessen? Wir hatten gar keine, oder? Stimmt, wir hatten noch nie welche. Wir hatten nur schon fertig gewachsene Früchte. Was ist denn los mit ihm? Hygiene. Naja, gut, dass wir eine Badewanne haben. Wir können, falls wir eine andere Badewanne finden, dann nehmen wir natürlich die schlechtere und verkaufen die. Nicht, weil wir dann für die mehr Geld bekommen, sondern weil wir halten uns natürlich mehr oder weniger an die Challenge. Wir müssen die halt heute unbedingt fertig bekommen, weil wir am Freitag ja schon Star Wars spielen. Wir wollen natürlich Star Wars nicht verschieben. Kartoffeln und Tomaten hattet ihr. Ja, aber es waren ja keine Samen. Kannst du aber einpflanzen, dann wachsen da wieder welche und dann können wir den ganzen Tag Kartoffeln essen. Kartoffeln okay, essen Leute, können wir es probieren, sich bei Leuten beschweren. Können wir probieren, wenn wir nochmal, schau mal. Nee, ich lade mich jetzt nicht selbst ein. Dass ich immer noch diese Meldung bekomme, dass Objekte nicht da sind. Oh, an die Tonne willst du wieder? Wie ist jetzt ein bisschen nicht so viele Tonnen mehr. Das ist halt, ja, was soll ich machen, Mara? Was soll ich machen? Weil weiß, was da drin schon passiert ist. Ja, gucke, zoom mal auf die Tonne. Zoom mal ganz nah an die Tonne ran. Wieso? Guckt euch die Tonne an. Ja. Die sieht im Vergleich zu anderen Tonnen schon sauber aus, oder nicht? Mach ein Nickerchen in mir. Ach, was will der denn jetzt gerade? Oh, das ist eine richtig schäbige Tonne. Wie sie sich auch anbiedert da vorne. Wühl in mir. Oh, uns ist kalt. Die Tindertonne. Ja, die hat echt einen schäbigen Ruf da. Winterklamotten? Das. Okay. Dann wühlen wir mal weiter. Ich stehe mit dem... Wir haben schon wieder Hunger? Hauke findet echt nur noch Quatsch hier. Das kann ja wohl nicht sein. Was haben wir? Ein Salat? Die Tonne ist weiter nach vorne gerutscht. Sie will doch nur, dass man in ihr wühlt. Gut. Dann isst sie, stampft sie, tut sie in die Suppe. Kartoffeln. Wir wollen auf jeden Fall Kartoffeln. Wir finden irgendwie nur Farbstoff. Was haben wir denn? Eine Mikrowelle? Ah, das ist gut. Nein, er nimmt uns allen unseren Loot weg. Oh nein. Oh, ein paar vor der Tonne.
glaube, die warten wieder. Stimmt, die sind zusammen. Die warten, wo das Hauke verschwindet. Können wir hier auch irgendwas? Er könnte wenigstens den Müll aufräumen. Das ist ja wohl... Wie heißt du? Ah. Wie sie da so rumstehen, so von wegen... Komm, irgendwas Cooles. Das ist wie so ein FIFA-Pack-Opening. Das ist nur mit den Sims. Was haben wir? Gartenwand. Für Star Wars haben wir Schreck gebaut, ne? Ja. Da haben wir Schreck parat. Wir gehen kurz aufs Klo. Das letzte Mal, als wir aufs Klo gegangen sind. Ja, jetzt stehen da aber wieder drei. Wenn die drei jetzt in der Tonne verschwinden, dann... Vanessa Schmitz. Oh. Die sind abgehauen. Kein guter Tag. Wir haben keine Wasserversorgung mehr. Ach, das bedeutet, wir können auch nicht mehr baden. Ah. Wie teuer waren das so? Wir sind immer noch reich. einsaugen. Oh. Das geht ein bisschen blöd. Hä? Ich hab's noch nicht mal eingesaugt und ich kann schon wühlen. Aber wenn du die Kartoffeln nicht weggetan hast, warum haben wir die ja nicht mehr? Ich hab sie doch gegessen, die Kartoffeln. Die rohen Kartoffeln? Ja, wir hatten Hunger. Ich kann nach Zutaten wühlen. Mal nochmal gucken. Oh ja. So, jetzt haben wir... Eine Brombeere. Die kann man doch bestimmt auch einpflanzen. Ja, dann können wir das versuchen. Geh weg, wir sind beschäftigt. Wir finden nichts mehr Cooles. Einmal noch. Das ist... Boah, ich bin voll süchtig nach Wühlen, Mara. Noch einmal wühlen und dann nach Hause. Ja, du stinkst, aber es macht nichts. Einmal wühlen noch. Nur noch einmal. Und das haben wir? Eine Socke? Hab ich gar nichts gefunden. Jetzt haben wir... Der Denker? Ja, einen Sessel gefunden. Ja, ein Sessel ist gut. Und 9 Geld. Hier kam auch auf den Namen Simoleons. Farbstoff ist halt irgendwie Quatsch. Ich weiß nicht, für was wir das brauchen. Also, ich weiß schon, aber wir brauchen es halt einfach nicht. Wir können das einfach alles recyceln, aber eigentlich brauchen wir auch nichts mehr bauen. Das ist halt... Das ist eine Zwickmühle. Egal, wir gehen kurz nach Hause. Dann schauen wir, ob wir die Brombeere einpflanzen können. Ja. Und vielleicht müssen wir doch unser Wasser bezahlen. Ja, ja, ja. Ich meine, wie hoch ist denn die Rechnung? 80? 1500. Oh, sieht doch schon ganz nett aus. 88, so. Ja, ist ja nix. Ja, das kann man mal machen. Gut, gehen wir noch mal kurz baden. Wo ist denn jetzt die Brombeere hin? Oh nee. Lasch. Frische. Wir hatten doch eine Brombeere. Haben wir die gegessen? Also ich habe nicht gesagt, dass wir sie essen. Vielleicht hat er wieder alleine irgendwas gemacht. Ja, okay, das ist... Oder gibt es noch irgendwo ein anderes Inventar? Vielleicht ist es im Familieninventar? Nee. Unsere Baumbeere ist weg. Omi. Oh, das sieht ja nett aus. Das behalten. Haben wir das auch gewonnen? Ja, das war auch im Müll. Hey, der Müll. Omi, das würde ich ja gerne behalten. Aber wir haben keinen Tisch. Das ist wiederum etwas, was wir. Tisch kann man auch bestimmt aber auch finden, oder? Ja, das können. Was ist das für ein Gemüsepflanzending? Kann man damit was machen? Ist Deko. Ach, schade. Aber es sieht auch schön aus. Ja. Ja, irgendwie haben wir die Beeren verloren. Aber ich weiß, wo es Beeren gibt. Achso, wollen wir das erstmal reparieren und Oh nein. Geht nicht. Wir haben keine Bananen. So, war gehen. Kurz weg und schon hat er eine kleine Bude. Ne? Siehst du mal, ja? Wir kommen voran. Was Wände und ein paar Türen und Fenster so alles bewirken können. Ja, also ich finde, ein Fenster hätte er nicht unbedingt gebraucht. Wände auch nicht. Als nächstes kommt Farbe an die Wand. Und dann werden Fliesen ausgesucht. So, Moment. Wir können doch hier Möbel herstellen. Beistell. Oder wir drucken was. Ich glaube, beim Drucken kommt immer was Geileres zustande. Okay. Für die Mikrowelle. Wir können so einen Beistelltisch machen.
Was sonst noch ein? Weiß nicht, ob der da drauf passt. Ein Esstisch. Ja, mehr gibt's nicht. Ja, dann der Esstisch, weil ich weiß nicht, ob die auf den Beistelltisch drauf passt. Wir können sogar eine Farbe auswählen, weil wir so ein bisschen Farbstoff haben. Wie wär's mit Orange, Bernsteinorange? Salbeigrün. Oh, ich habe gerade nicht mehr im Kopf, welche Farben die anderen Sachen hatten. Nee, das ist doch schön. Ja, dann mach den. Warum geht's ihm jetzt wieder so schlecht? Unschön dekoriert. Wieso? Auch gefällt die Ästhetik dieses Ortes nicht besonders gut. Die Tapete oder Böden sind irgendwie unschön. Das ist keine Tapete, oder? Wir hätten auch keine Fahrer nennen sollen. Hallo! Aber es laufen jetzt schon mehr Leute mit Kleidung rum, habe ich das Gefühl. Ja. Wie gesagt, wir haben zwei Packs ja zwischenzeitlich runtergeladen. Ja, gut. Na gut, und das sind wir. Da kommen die Nacken. Aber selbst mit Kleidung haben sie noch Glatzen. Und keine Schuhe. Aber die hat Klamotten. Warum bist du denn jetzt traurig? Ach so. Verstehe ich. Geil, daraus ist was geworden. Dann unterhalten wir uns doch einfach. Nee, Bess mag uns ja nicht mehr. Wir brauchen noch mal einen Backup-Plan, wen wir heiraten können, damit, Ui, was? Ja, aber Bess hat ja offenbar, hat ja ein bisschen was auf der hohen Kante. Nee, die hat uns ja wieder 2000 gegeben. Jetzt geht's hier wieder schlecht. Aber irgendwo hatte sie ja das ganze Geld her. Wenn sie das mit dem Schneeballsystem gemacht, dann hat sie ja vielleicht ein bisschen was. Wäre so eine Betrügerin, wäre doch nicht schlecht. Das ist aber nicht nachhaltig. Leute betrügen. Schneeballsystem. Ja, ja, plauder ruhig mit Vanessa. Wer ist Vanessa? Wer ist denn Vanessa? Keine Ahnung. Da, die hier vorne sah sehr nachhaltig aus mit dem Strohhut. Wo? Schnapp dir die mit dem Strohhut. Da! Hier vorne. Ist das eine Seniorin? Nee. Quatsch! Och, das ist Mary Greenberg! Da steht Seniorin, egal. Freundlich vorstellen. Hauke, die ist unten! Hauke! Nein, jetzt! Ey, oh, das kann das eigentlich sein, die Liebe des Lebens sein können? Nie das macht, was man anklickt? Wie soll das denn sein? Es ist nur Hauke so. Nur Hauke. Okay, aber wir können noch, können wir nicht hier einfach Beeren rausnehmen? Nee. Wieso können wir das denn nicht? Braucht kein Wasser. Forschen. Wie wär's mit Bienen? Grillen füttern. Insektenfarm leeren? Was heißt das? Warum? Haben wir dann auch welche? Biobenzin stellen die her. Käfer ansiedeln. Aber wir wollen selber sowas haben. Nee, jetzt soll doch hier nicht schlafen. Oh, da ist sie doch. Das ist sie doch, oder? Ach, sie ist ja hochgelaufen. Ja, geil. Die hat einen Nasenring. Die sieht wirklich überhaupt kein bisschen aus wie eine Granny. Deswegen passt das schon. Ja, wir mögen voll gerne Bier brauen. Wie geht's dir so? Ja, die schnappen uns. Übrigens, bist du eigentlich Single? Ja, natürlich. Familienbewusst, ist auch gut. Oh, verheiratet. Nee! Das ist Mary mit Blossom. Wer ist Blossom? Wer ist Blossom? Ja, dann die. Nee, die ist auch verheiratet. Warum das denn? Wo hast du das denn jetzt dran gesehen? Weil ich das weiß, ich kenne die. Ach so, ja gut. Über Jambus schwärmen. Oh. Jambus? Das ist doch der Rhythmus dieser Sprache. Chiara macht jetzt Stress. Naja, in dem Alter sollte man vielleicht mal überdenken, ob man die richtigen Entscheidungen getroffen hat in der Jugend. Willst du jetzt ausspannen? Mutiger Anmachspruch. Hauke, trau dich! Nachhaltig sind ja zwei Ehepartner. Ja. Ach, sind wir nicht mehr selbstbewusst genug, um irgendwie einen mutigen Anmachspruch zu machen? Muskeln zeigen. Ja, ich finde es gut. Ist inspiriert, angenehmes Gespräch. Hör auf, Hauke! Du seid doch. Oh Gott, die Schuhe. Guck mal, nee. Wir haben dieselbe Hose. It's meant to be. It's meant to be. Ja, die passen voll gut zusammen. Sogar, ja. Das wäre zu witzig, wenn Hauke in seinem nächsten Stream mit so einer pinkhaarigen alten Frau auf einmal da säß. Jetzt mach den mutigen Anmachspruch. Oh. Er hat gesessen.
Was wünscht er sich von ihr? Oh, da ist ein kleiner pinker Balken. Mhm. Jetzt flirte die Scheiße raus. Flirten, flirten, flirten. Sonst irgendwas? Schlüpfrige Frage. Kann ich ihr ein romantisches Geschenk geben? Nee, ne? Gestehen, sich angezogen zu fühlen. Das ist ein großes Geständnis in dieser Nachbarschaft. Ja, aber so schnell. Stimmt, wir hätten schnell viel. Fuck! Können wir noch schnell für freie Liebe wählen? Dann kriegen wir jetzt richtig schön Respekt, weil wir so viel flirten. Oh ja, schnell. Ha. Und nicht, dass sie uns wegläuft. Nee, die geht ja nach oben. Nein, wir haben schon gewählt. Wir haben ja Mist. Nee, wir können wieder erst am Freitag, glaube ich, wählen. Er geht auch hoch. Muss sie auch aufs Klo? Wo ist sie denn? Da. Aber wir müssen halt unbedingt aufs Klo. Sie hat keinen Hut mehr. Oh nein, sie geht ganz gebückt. Ja, aber wir haben jetzt die Kontaktdaten. Aber schnell, aber nicht, dass sie gleich schon gestorben ist. Wir müssen sie vorher doch. Nicht die Hände waschen, Hauke. Schnell nochmal mit ihr reden, bevor sie stirbt. Sie hat aber doch auch bestimmt ein Haus. Kann man fragen, ob sie ein Haus hat? Fragen, ob Vermögen vorhanden. Was stand da jetzt gerade? Also ich glaube nicht. Oh, sie will wegrennen. Oder? Können wir ihr folgen? Kannst du Stalken anklicken? nach Karriere fragen. Mal schauen, was sie denn noch macht. Ja, neue Folge in die Tonne, habt ihr heute gesehen. Mist, ich glaube, sie ist weg. Dann hat er wieder Hunger? Bin keiner von euch, ich fühle mich angezogen. Prä, ja genau, die Nummer machen wir. Okay, wir brauchen nur kurz essen. Omelette, geil. Lecker, lecker. Dann wühlen wir noch mal kurz und morgen besuchen wir sie, sofern sie ein Haus hat. Ja, wir machen die Challenge einfach so, dass wir sie jetzt rumkriegen müssen und dann ziehen wir in ihr Haus. Ja, und wie wir wissen, bin ich darin sehr gut. Bin ich sogar die Beste. Wobei ich gar nicht weiß, wie ich das mache, ohne die Person danach umzubringen. Wie geht denn das? Ach, war ich nicht? Ich war da zuerst verheiratet. Ja, aber ich habe die Person danach schneller umgebracht. Oh. Es ist wieder passiert. Ich finde immer nur Farbstoff. Das ist echt blöd. Warum kann Hauke nicht ein bisschen mehr Glück haben? Der Enkeltrick. Hauke macht den Enkeltrick. In einer anderen Ausführung. Oh, was machst du denn noch? Haben wir schon wieder. Wir müssen nicht mehr wühlen. Kehr auf zu wühlen. Du bist süchtig. Was ist denn Scheunisch? Ich glaube, ich habe noch ein Bett gefunden. Das Scheunisch? Ja, ist wieder ein Bett. Ich will trotzdem. Können wir ja dann bei der Frau reinstellen. Wie hieß sie nochmal? Weiß ich nicht. Wir haben schon wieder ein Bett. Das kleine Riesenbett. Wie viele Betten sind in den Containern? Ja, zu Recht gefragt. Schon wieder? Ja, gleich machen wir Möbelhaus auf. Ich will doch nur eine Kloschüssel. Nein, okay. Die brauchen wir doch noch nicht. Nach Hause gehen. Wir können ja eins von unseren 12 Betten aufstellen. So, jetzt nach Hause. Aber eigentlich haben wir echt schon. Wir brauchen nur eine Kloschüssel. Weil wir haben eine Mikrowelle. Wir brauchen keinen Kühlschrank. Wir brauchen keine Küche. Wir haben eine Mikrowelle. Die gehen da rein zum Techtelmechteln, weil da die ganzen Betten drin sind. So. Ach so. Stimmt. Ich weiß gar nicht, ob da irgendjemand ein Bett zu Hause hat, außer uns. So. Bett. Bett. Stuhl. So, den Tisch. Hier ist, machen wir erstmal kurz eine kleine Küchenarea. Oh. Nein, Mara! Man kann eine Mikrowelle nicht auf dem Esstisch machen! Na, offenbar nur in so Küchen. Auf so Küchensachen, ne? Ach, Mist! Haben wir extra einen Tisch. Oh nee. Nu? Naja, können wir es wenigstens reparieren. Wieso haben wir denn nicht genügend Bananen? Wir wühlen so oft im Müll. Das muss doch irgendwie ausgezahlt werden. Was bringt da mehr Energie jetzt? Dieses linke Bett sieht besser aus als das, was wir da gerade haben. Ja, aber deswegen wollen wir doch das verkaufen, was weniger gut ist, weil. Null. Ich meine, was besser ist. Das ist auch besser, aber wir können es gerade nicht reparieren. Also, wir könnten es ersetzen, aber. Ja, lass mal so baden, schlafen und dann ab zur Pink Lady. Ja, genau. Das wäre jetzt ein Speedrun. Na, Mami, du hast einiges verpasst. Während du in deiner Mülltonne gewühlt hast. Ich weiß es doch. Fake-Spiel, meine Mikrowelle steht auch auf dem Esstisch. Ja, finde ich auch Quatsch. Wieso geht denn das nicht? So, jetzt lassen wir eben kurz schlafen hier.
So. Jetzt, Pink Lady, wir sind gleich bereit. Ich will mal kurz gucken, während er schläft. Recyceln bringt Bananen. Er reißt ja nicht direkt. Oh, Liebestag sogar. Liebestag! Ist ja perfekt. It's meant to be. Also, hier wohnt sie, Greenberg. Die wohnt da zu dritt? Ja. Wie Gemeinschaftsgrundstück. Ist sie mit dem jungen Typen da zusammen? Oder mit der anderen Seniorin? Oder sind die alle drei zusammen? Oh, das weiß ich nicht. Blossom kann alles sein. Kann alles sein. Das klingt auch für mich eher... Liebestag! Krass, ne? Oh, Junge, geil. Liebestag! So, dann lass mal sie ihn jetzt schnell schlafen. Oh, wir haben noch 10 Minuten. Schnell, der Liebestag muss ausgenutzt werden. Ja, Moment. Okay, wenn wir bei ihr sind, müssen wir sofort... Du schläfst an Liebestage, ich raste aus. Es ist doch gerade 16 Uhr. Jetzt machen wir uns noch schick. Wie sehen denn die schicken Klamotten hier aus bei ihr? Zweite. Okay. Das. Auf den Müll zu machen. So, Freunde der Nacht. Okay, ich hoffe, sie kocht. Okay, hat Hunger. Ich habe ein bisschen gehofft, dass sie eine kleine Villa hat. Aber nein, sie ist nicht zu Hause. Oh, nein! Wo wird die denn sein am Liebestag außer zu Hause? Sollen wir sie zu uns einladen? Aber wir haben kein Klo. Das ist doch egal. Wir können auch nicht für sie kochen. Scheiße. Wir besuchen sie trotzdem und dann laden wir sie zu ihr nach Hause ein. Mache ich es auch immer. Hey, aber das steht zu Hause. Ja, dann passt doch. Dann gehen wir da jetzt hin. Jetzt kriegen wir in 10 Minuten locker hin. Wie lange habe ich denn gebraucht? Oder wie lange haben wir denn gebraucht? Du warst ja schneller verheiratet. Keine 10 Minuten. Ja, das geht schnell. So, jetzt sie alle Tricks halt anwenden. Sie ist da. Da ist sie da. Ich sehe den Hut. Okay, aber der heißt nicht Blossom. Das bedeutet, das ist gut. Wir können erstmal nach Tar fragen, weil es... Warum ist es gut, wenn sie mit einer Frau verheiratet ist und wir jetzt mit einem Mann ankommen? Ach so, dann fällt sie ja bi. Aber ich meine, dann ist ja nicht sauer, wenn wir mit ihr flirten. Das wollte ich sagen. Aber hey, weißt du, was ich gesagt habe? Hoffentlich kocht sie. Was ist? Die macht direkt Burger. Das ist richtig gut. So, jetzt mach jetzt spiel deine ganzen Sachen ab, wie du auch bei Kim E-Sport hat gemacht Nein! Hast. Nein! Sie war nicht schnell wieder gut machen, das ist gut. Schnell wieder gut machen, schnell wieder gut. Okay. Reden, Witz machen, reden, Witz machen, reden, abbrechen, reden, Witz machen, reden, abbrechen. Ja! Okay, Moment. Kennenlernen, wir müssen erstmal wieder unsere Freundschaft aufbauen. Ja, Bierbraun ist geil. Ja, hau mal, baller mal ein paar Geschenke rein. Wir haben keine Geschenke. Doch. Farbstoff oder was? Na. Hä? Ja, kannst du ohnmächtig machen. Ja, wo war denn Aktion oder was? Nee, wo war denn das mit den Geschenken? Kurz über Interessen reden. Ja, wenn du so schnell kriegst, raste ich gleich aus. Geschenk geben, da war's ja gerade. Nee, nur die Decke geben. Freundliches, ich gebe dir kein Geld. Was kriegst du denn? Ein kleines Riesenbett? Hier, ein Omelett. Ja, Betten haben wir genug. Und, fand sie's gut? Ja, fand sie gut. Nee, Minus. Oh, nee. Ach, Mara, willst du beenden machen? Ja, freust du dich, wenn dir jemand einfach ein Riesenbett von dir stellt? Ein bisschen schönes... Was denn der Kompliment über Aussehen machen. Ich bin eingerostet. Komm, wir werden über Aussehen machen. Geh weg! Nee! Ja, nein, ihre Freundin kommt. Ist das ihre Freundin? Ich dachte, die Frau. Ja, aber die ist... Ich sehe die hier. Verheiratet oder nicht? Ach ja. Jetzt hör auf, Witze zu machen und flirte mit ihr. Wir einfach nicht gehorcht. Was ist denn das für ein Sim? Jetzt ist doch nichts Böses damit. Ist doch rar, du siehst doch ganz schön aus. Wieso gefällt dir das nicht? Das ist doch... Sag mal, da ist ein Geist. Hast du gesehen, wie der Stuhl sich gerade bewegt hat? Ist ihre Frau hier? Als Geist? Oh Gott, da ist sie. Oh Gott, wo kommt sie denn jetzt her? Ist sie auch Nein. Gehabt? Oh, das ist aber jetzt awkward. Das ist jetzt unangenehm. Können wir nicht... Was macht sie denn, wenn wir vor ihren Augen weiter flirten? Wir müssen sie irgendwo einladen. Ja, wir müssen sie da wegbuxieren. Ja, weg damit. Ich habe bereits erfahren, dass sie arbeitslos ist. Ja, ist in Ordnung. Ich habe doch... Oh, er muss schon wieder auf Toilette, doch nicht in diesem Augenblick. Du sollst sie jetzt einladen. Wohin laden wir sie denn? Okay, wir gehen jetzt in schöne Stadt, weil das freut sich jeden nachhaltigen Menschen. ich weiß nicht, welche geile Bar, geiles Bienenstock-Party-Location. Ja, nehmen wir da hin. Bienenstock mag sie gern. Okay. Gibt's da Toiletten? Ja, bestimmt. Wir haben keine Zeit zu pinkeln. Wir müssen flirten. Vielleicht kommt sie mit auf die Toilette. Was gibt's Heißeres, als wenn man sich einnässt?
Mit dem Mikrofon kannst du eine Comedy-Fähigkeit. Ach, das haben wir auch schon gemacht. Okay. Also, jetzt sind wir unter uns. So. Okay, wir sind jetzt erstmal ein bisschen lustig, einen kurzen. Nochmal einen Witz über eine Ente machen, dann gehen wir ganz kurz aufs Klo. Der klassische Witz über Enten. Sind das ganz geschlechtlich getrennte Toiletten? Dann müssen wir aufpassen, dass es in der großen Stadt nicht verloren geht. Klick danach direkt wieder was an mit ihr. Gut. Hör auf mit dir zu reden, du musst pinkeln, du musst pinkeln. Schnell, schnell, schnell. Und jetzt schnell. Mach schon mal in die einen rein. Nicht, dann bricht er vielleicht ab, du kennst Hauke. Wahrscheinlich geht er noch nicht mal aufs Klo. Doch. Wie sie hinschläft. Oh, sie setzt sich auf die Bank. Na gut, sie ist alt. Nein! Oh nein, ich schlafe noch jetzt nicht. Merken Sie auf. Aufwachen, ich habe noch einen guten Entenwitz. Okay, kurz Pause. Zack. So. Tag verschönern. So. Wie macht das Chiara? Ich sage erstmal, hey, was hast du für Interessen? Immer schön Interesse heucheln bei der anderen Person. hey, es war ein schöner Tag heute. Klasse, was hast du für Interessen? Himmel ist aber ganz schön bewölkt, lass uns doch würdest mal, du dann immer sagen. Ja, lass doch mal über Logikrätsel reden. Und dann, wenn sie dann gut drauf ist. Was ist der höchste Rang einer Ente? Präsidente! Dankeschön, Isis, für diesen Knaller. Ja, das jetzt hat sie es angenommen, jetzt wo die Frau nicht da ist. Und dann lernen wir uns nochmal kurz ein bisschen kennen. Und dann sagen wir nochmal, oh, was ist hey, aber der Nudeln, der betont ja richtig deine Hände. dieser Hut betont deine Hände, was? Jetzt hat sie es nochmal angenommen und jetzt nerden wir. Gottes Willen, und die ganzen Leute ohne Hosen. Und jetzt sagen wir nochmal, du siehst gut aus. Und, Ersten Kuss erleben geht das schon? Mal kurz einen kleinen, nein. Du hast nichts essen. Fand sie es witzig? Fand sie es albern? Fand sie es gut? Sie fand es gut. Geil. Hauke hat schon redet über irgendeine rothaarige Frau. Mit jemandem. Nicht unbedingt mit ihr, aber mit jemandem. Gut, ist jetzt ein erster aufreizen. Kuss. Aufreizen, was? War was mit aufreizen? Nein, jetzt küssen wir direkt. Hauke, küsse! Und? Oh, sieht gut aus. Sie hat Bock. Gut. Das wird Blossom nicht so gefallen. Ja, das ist jetzt auch egal. Sie hat ihre gelben Socken und lila Schuhe an, das heißt, es geht ab. Gut. Wo ist der nächste Mistelzweig? Nein, erstmal aufreizen. Der Motor muss erst gestartet werden bei ihr. Ja, hau mal eine Rose rein. Ja. Hör auf, da rumzu. Erotischer Austausch sehen wir oben. So sieht es aus. Freunde im Chat, passt auf. Bitten nur Freunde zu sein jetzt. So macht man's. Händchen halten, Hände küssen. Habe ich Küssen gedrückt oder über Schriftsteller? Okay. Was wird da reden nochmal? Jetzt nochmal ein Entenwitz. Wir sind jetzt feste Freundin und Freund. Oh, wirklich? Ja. Sehr kokett auch gerade. Das ist, ja, das sieht gut aus. Nix da, die Gründung Unterhaltung. Wo sind wir denn hier? Frivol, es geht jetzt hier weiter. So, jetzt müssen wir sie bitten, sich von Blossom zu trennen. Aber dazu suche ich gerade. Verführerisch flüstern. Mach noch einen leidenschaftlichen Kuss. Oh ja. Wo ist denn das? Wo findet man das nochmal? War das hier? Es kann halt sein, dass wir noch nicht gut genug verführerisch sein. Dass unser Liebesbalken noch nicht hoch genug ist. Sehr kokett. Das wäre aber kokett, Hauke. Wir hätten das Date beim Container machen sollen, dann hätten wir auch noch mal ein Technikmächtel machen können. Da wären wir schon verheiratet gewesen jetzt. Ja. Ist eigentlich okay. Aber kann es sein, dass morgen vielleicht das Liebesbalken? 3 Minuten, wir müssen noch heiraten. Chiara, streng dich an. Ja. Ewig Liebe erklären, leidenschaftlich küssen. Ich will nur eine Frage. Zuneigung. So viel Auswahl. Wange streicheln. Entenwitz, dann Heiratsantrag und dann haben wir sie. Wir können sie ja nicht machen, weil sie immer noch verheiratet ist. Sie muss sich scheiden lassen. Ich glaube, ja, mach mal noch weiter. Da, stopp! Wo? Nee. Okay. Ach, ich dachte, ich hätte es gesehen. Wange streicheln. Weiter küssen, bis der Scheidung steht. Dieses Gedicht, dein ist noch zu lang. Ach, egal. Aber wir sind, das ist jetzt schon. Er hatte die schon zur Verabredung eingeladen.
bitten, abzuhängen. Oh Gott. 2 Minuten! Okay, komm. Sag mal, lass dich doch endlich mal scheiden! Bin ich dir nicht wichtig genug? Ich will doch nicht irgendwie zweite Geige. Lass dich bist scheiden oder ist Schluss mit uns? Bist du eigentlich für eine? Hä? Wo ist es denn? Bis weiter! Ja, das ist doch alles schon eingereiht. Ich muss doch nur... Hä? Ich will dich heiraten, verdammt nochmal! Ah, ja! Ja! Nein! Renn weg! Wo hinterher! Lass dich scheiden! Es wird jetzt nicht gestorben! Hauke, du checkst doch gar nicht, dass sie gar nicht mehr da ist! Schnell, da noch! Ich hab noch eine Sache, die ich dir sagen wollte. Bitte lass dich hier scheiden. Ja, und im Hintergrund sitzt die jetzt müssen Knochen. Die aber die ihre positive Stimmung direkt nehmen. Wenn sie traurig, sobald sie traurig wird, haben wir es verkackt. Sie muss jetzt sehr kokett bleiben. Hauke, mach den fucking Antrag, ich hab's dir gesagt. Jetzt, bitte. Er plaudert nur. Enden wir nicht Heiratsantrag. Nochmal. Hast du einen Antrag gemacht? Ja, ja. Oh Gott. Ja. Komm, sag nicht nein. Jetzt bitte. Du bist sehr kokett. Sag Pink nicht Lady. Nein. Ja! Ja! Gut. Sie hat ja gesagt, Chat. Schmeißen wir alle die raus. Die ganzen Nackten gehen vorbei. Oh, Jungs. Wow. Wir sind reich. Wir wohnen jetzt auf einem Gemeinschaftsgrundstück mit der Frau, die noch nicht weiß, dass sie geschieden ist. Das wird bestimmt richtig toll. Achso, wir sind verlobt. Wir müssen jetzt direkt nochmal richtig heiraten. Sofort. Heiraten. Geh nicht aufs Klo. Geh nicht über los. Schnell, jetzt sofort. Jetzt, sie heiraten doch schon. Das ist immer so ganz blöd. Die machen dann immer ganz viel. What? Was? Sie muss unbedingt pinkeln. Nein! Können wir schnell zu ihr nach Hause reisen? Brauchen noch eine Minute. Wir müssen noch eine Blitzheirat durchführen. Mary schläft. Für den Arsch. Wir besuchen sie jetzt ganz schnell. Wir besuchen sie ganz schnell. Das war doch schon die Heiratszeremonie. Das kann ja auch nicht sein. Komm. 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 Los! Wieso ist da kein Essstick auf diesem blöden... Na, okay. Seniorenwindel. Warum hat sie ihre Seniorenwindel nicht an? So, jetzt aber. Sie grillt schon wieder. Okay, okay, sofort heiraten. Okay. Guck okay. Mal. Okay. Wir hören's schon. Sie tauschen das Gelübde aus. Damals okay, zusammenziehen geil. Und wir wohnen in einer richtig awkwarden WG. Ja, und den oder raus? Wir schmeißen die jetzt einfach raus. Wir gehen da rein und wir bleiben einfach mit der Ex-Frau mit drin. Oh ja. Und wenn das Geld behalten, ja, aber. Ach, nee, geht wie viel nicht. Geld okay, hat die denn gut, so? 15.000. So, damit haben wir die Challenge verstanden. Ja, ich glaube, das Spiel ist hängen geblieben, aber wir haben es geschafft. Ja, Puh. Ja, die Regeln mussten ein bisschen. angepasst werden. Aber bei so wenig Zeit. Ihr habt gelernt, wie man mit Entenwitzen quasi sein Leben bestreitet. Ja, genau. Ein guter Entenwitz, das da hilft, zerschmilzt irgendwie jedes Frauenherz. Ja, Leute, wir sind am Freitag wieder am Start. Weißt du, um wie viel Uhr? Ich weiß es nicht. 13 Uhr, glaube ich. Okay, um 13 Uhr spielen wir Star Wars. Da gibt es jetzt keine spezielle Challenge, weil man einfach nur Missionen macht, die vom Spiel vorgegeben sind und die gucken wir uns mal an. Ja, dann seid einfach nochmal. Und wir sagen zum Ende, Ente gut, alles gut. Ah, das wolltest du unbedingt sagen, ha? Okay, ja. Tschüss.